Herzlich willkommen zu CineSwiss, eurem Film- und Serie-Podcast aus Basel für die Region und für die ganze Schweiz, weil außerhalb verstehen sie uns ja eh nicht. Oder was meinst du, Alex? Hey, ich bin ziemlich sicher, sie verstehen uns schon. Sie wollen vielleicht einfach nicht. Nein, ich weiss, wir wissen ja, dass wir ganz viele Zuhörer, Zuhörer und alles darüber dazwischen auch aus dem Rest von der Schweiz haben. Und damit auch liebe Grüße an die alle. Absolut. Ich habe eigentlich mehr gemeint als Deutschland und Österreich. Die haben schon ein paar Mal gesagt, Schweizerdeutsch verstehen sie einfach nicht. Also die wollen definitiv nicht. Ja. Okay. Nein, die geben sich nur nicht mir. Ja, das wären gerade die Süddeutschen, die verstehen uns perfekt. Das ist ja so. Die reden besser Schweizerdeutsch als wir meistens. Ja, gut. Jo. Hey, ich bin der Spike und neben mir der Chair formerly known as Hill. Ja, heute können wir glaube ich sagen, wieso er nicht dabei ist. Die Polizei hat alles über ihn herausgefunden. Die haben ihn mitgenommen und haben gefunden, du geiler Sicht von dir, wenn wir noch mehr wissen, wenn wir wirklich wissen, ob du so eine geile Sicht bist. Darum ist der Hill heute nicht da. Ich finde es mega scheiße, aber was soll man machen gegen Staatsgewalt? Ja. Ja, nein, diesmal ist es wirklich krankheitsbedingt. Ja. Und darum auch an der Stelle gute Besserung. Ich glaube, sind das er uns los. Ich glaube es auch nicht. Er hat uns erst nach einem Jahr auf Insta gefolgt, weil er es nicht geschnallt hat. Er hat aber auch nicht gewusst, dass er Insta hat. Das ist richtig, also, was? Ja, also. Das ist wirklich so, bei Insta hat er so überlegt und hat mich so angeschaut und dann plötzlich so. Sagt mir etwas. Mhm. Zum Glück haben wir immer noch das Board von ihm, wo wir jederzeit können die wichtigsten Sachen von ihm eigentlich einspielen können, die er normalerweise beiträgt in diesen Folgen. Die wichtigsten. Absolut. Ja, ja. Zum Beispiel, oder auch. Finde ich auch. Oder? Schauen wir das witzig vor. Oder natürlich. Was? Also wir sind bereit. Jo, er ist genau. Quasi gleich dabei, in unserem Herzen sowieso. Ja, absolut. Aber wenn Gesundheit und alles es will, dann ist er dann hoffentlich nächste Woche im Rückblick wieder dabei. Wir können schon vorausschicken, die Sonntagsfolge, dort wird er auch nicht dabei sein, weil die nehmen wir gerade im Anschluss auf. Das ist so. Und terminlich nicht anders. Ja, und da unsere beiden Aushilfshelden von letzter und vorletzter Woche tatsächlich einen Teamausflug gemacht haben an das Filmfestival nach Stuttgart. Yes. Ja, sollen wir machen. Haben absolut recht. Hier vielleicht auch noch mal kurz. Es hat ein oder andere gegeben, der gefunden hat, so, hey, ist ja gar keine Rückblickfolge rausgekommen letzte Woche. Moll ist einfach auf dem Kanal beim Filmarchiv gesehen. Also findet ihr auch sonst, wenn ihr hier auf Spotify oder so geht oder halt im Internet einfach sucht, Filmarchiv-Podcast. Und sie haben es sogar so genannt, Rückblick irgendwie 68.0, so wie es bei uns immer nummeriert wird. Dort findet ihr unsere Meinung und unsere Filme und Serien etc. Also, es ist einfach eine Folge, eine Rückblickfolge, die wir gemeinsam mit ihnen aufgenommen haben. Aber genau. So als Dankeschön, weil sie halt ständig jetzt eingesprungen sind, oder? Absolut, ja. Haben wir gefunden, hey, anstatt dass wir es bei uns und bei euch rauslassen, lassen wir es nur bei euch rauf, dass vielleicht der ein oder andere Hörer von uns oder Hörerin und alles dazwischen oder raus vielleicht findet, hey, ich tue doch auch mal beim Film mache ich wieder los. Und das hat anscheinend gar nicht so schlecht funktioniert. Ja, eben, wir haben gefunden, ein bisschen Star Power könnte mal nicht schaden. Und dann war der Hill nicht dabei gewesen. Ja, also weißt du, hey. Ja, nur wir zwei gelungen. Ja. Das tut uns leid. Das kann ich immer wollen. Ich weiß gar nicht, ist es das Rückblick 68 oder 69? Weil eigentlich 68 haben wir ja schon gehabt. Also nennen wir das 69. Ich sehe einfach komisch. Ich finde, wir können keine 69 machen ohne den Hill. Doch, da braucht sie nur zwei Leute. Ich glaube, er hat andere Ideen. Mm. Eben für das bräuchte es ihn ja. Er ist ein Grüsselpeter. Ja, gut, was erwartet man? Was man allerdings erwartet, was wir für Film geschaut haben. Unbedingt. Und zwar, wir fangen doch wieder wie immer mit dem Kino an. Der Alex ist selbstverständlich wieder einmal im Kino eingezogen, nicht mehr rausgegangen. Ja, das ist jetzt übertrieben. Ja, das ist schon so. Aber du bist in Brügge, oder auf Deutsch heisst es, glaube ich, Leben und Sterben in Brügge. Bist du schauen? Ja, genau. Also in Bruges bin ich schauen. Aber jetzt Bruges, bin ich mir nicht sicher gewesen. Sorry. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, aber Bruges sagt man, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall, hey, ich glaube, ein Klassiker, kann man schon sagen, wo, glaube ich, viele Filme oder Cineasten schon gesehen haben. Du hast das sicher auch gesehen, oder? Nein, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Nein, oh. Den habe ich aber hoch auf der Liste. Aber, das ist ein Film für dich. Glaube ich eben auch. Alles, was ich dafür, das ist furchtbar, ich mache schon der Hille. Alles, was ich darüber gehört habe, hat sehr dafür gesprochen. Yes. Aber ich habe ihn tatsächlich nicht geschaut, weil ich eigentlich gerade wollte. Es ist ja, glaube ich, der gleiche Regisseur, der jetzt die letzte auch wieder einen neuen rausgebracht hat. Jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Titel. Und ja, Isherin. Ja, genau. Sie hat einen huren mühsamen Titel. Benches of Inisherin. Ganz genau. Die oder halt Free Billboards hat gesagt, Ebbing, Missouri, das ist sicher einer von seinen Bekannten. Ich gesehen, ja. Aber ich habe die zwei Filme einmal wollen nacheinander schauen, aber im Originalton, weil da interessieren mich Dialekt extrem. Yes, aber ich habe bis jetzt auch wirklich nicht den Kopf dazu gehabt. Weil da
da muss ich wirklich parat sein, okay, und dabei sein. Aber auf das freue ich mich eigentlich mega. Also, ich glaube, so wie du jetzt bewertet hast und du sagen machst, kann man sich da freuen, oder? Absolut. Also Martin McDonagh ist ja der Regisseur und bekannt auch für seine, also für wirklich urkomische Geschichten oftmals, oder? Bitterbös, nicht immer politisch korrekt, das ist vor allem bei diesem Film so. Mhm. Und halt einfach immer sehr starke Drehbücher. Sehr, sehr, wie man sagen, sehr runde Geschichten. Weißt also, mhm, du läufst nicht raus und denkst, hä, wieso jetzt Sell oder das oder so. Und das ist vor allem bei In Bruges extrem der Fall. Alles ergibt Sinn irgendwann in diesem Film oder macht Sinn. Das ist jetzt auch, ich habe jetzt das erste Mal tatsächlich im Kino gesehen. Damals habe ich nicht im Kino gesehen. Aber ich habe relativ große Farbe halt auf DVD oder so gesehen. Mhm. Und seitdem nochmal geschaut. Und das ist jetzt zumindest sicher die dritte Sichtung vom Film. Und ja, das ist im Rahmen von The Ones We Love gelaufen im Excelsior Zbruck. Mhm. Ones We Love ist ja, ja eine Art Vereinigung, wo du kannst abstimmen in den teilnehmenden Kinos. Und dann bringen sie wieder so Klassiker oder Kultfilm auf die grosse Leinwand. Und das unterstütze ich mega, mega gern. Weil ich finde es eine fantastische Sache. Ich meine, großartig, ja. Wir machen das ja auch mit dem Brucko. Das ist ja auch eine ähnliche Sache, jo, dass wir auch viele alte Filmsachen zeigen, die man vielleicht nicht im Kino gesehen hat. Und auf jeden Fall ist für den abgestimmt worden. Und hey, es ist halt einfach auch wirklich, wirklich ein cooler Film. Es geht um zwei Auftragskiller, die nach einem missrotenen Auftrag eigentlich von ihrem Chef quasi wie einem Auftraggeber nach Brügge in Belgien geschickt werden. Der schlimmste Ort, was es noch gibt, zumindest für einen von beiden gespielt, von Colin Farrell. Und sie gegenüber, gespielt von Brendan Gleeson, der genießt das richtig, so die Ruhe und die schöne Stadt und die Architektur und alles. Und sie wartet eigentlich nur auf den Call von ihrem Chef, gespielt übrigens vom Ralph Fiennes. Mhm. Wie es soll weitergehen. Und ja, ich will eigentlich gar nicht viel verraten, das wäre sehr schade in dieser Geschichte. Es ist halt wirklich so ein bisschen in der Tradition von denen, ich sage jetzt mal, Gangster-Filmen, wie man sie am Anfang von Guy Ritchie, weißt du, wo er noch gut war, gesehen hat. Oder, kommt langsam wieder. Ja, das sagen alle, ich weiß. Ich kann ihm einfach keine Chance mehr geben. Ich bin ein bisschen assidator. Ich muss es wirklich wieder mal geben. Nein, bei den Neueren bin ich recht positiv beeindruckt. Oder halt auch, ich finde, es hat sehr oft etwas von, im klassischeren Rahmen, sehr oft vom europäischen Tarantino weitesten Sinn. Weißt du, so, wenn man an die Anfangsfilme denkt, weißt, sehr dialoglastig, sehr abstruse Szenen, Konstellationen etc. Ein Kleinwüchsiger hat eine grosse Rolle auch, eine wichtige in diesem Film. Es ist auch nett ausgedrückt, ja. Was? Ein Kleinwüchsiger hat eine grosse Rolle. Oh, stimmt, ja. Also, das ist aussehendlich rausgerutscht. Aber ist es so. Und hey, einfach die zwei Typen, eben, die haben ja auch in Benches of Inisherin, oder, haben sie ja auch zusammen gespielt. Colin Farrell und Gleeson zusammen, das ist so eine geile Kombi. Die sind wirklich fantastisch. Colin Farrell spielt eigentlich wirklich absolut den Kindskopf. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und du, was ist das für Kindergeschrei da im Hintergrund? Liebe Zuhörer, nicht zuhören, etwas dahinter uns hören, das sind nicht wir, die irgendwelche Kinder quälen, das ist wahrscheinlich Kinder vom Tanzclub nebendran. Es ist gerade irgendwie Nussknacker gelaufen. Ich glaube, die sind gerade am Jeben und sind vielleicht jetzt schnell vor die Tür gegangen, zum einen rauchen oder so. Ich weiß nicht, was Kinder jetzt machen. Nein, bei uns im Stegenhaus, um sich eine Spritze zu setzen. Das ist möglich, ja. Das Licht ist super. Das ist ja so. Findest du jede Vene. Voilà. Auf jeden Fall, die spielen wirklich grossartig. Eben, der Gleeson als der alternde Auftragskiller, der das ein bisschen hinter sich lassen eigentlich und ein bisschen eher moralisch am Kämpfen ist. Und der Ralph Fiennes, der relativ spät erst ins Geschehen eintritt. Grandios. Absolut grandios. Ein Auftritt hat er, wie ich finde. Hey, das ist einfach, du bist extrem häufig am Lachen oder am Schmunzeln während dem Film. Nichtsdestotrotz hat er auch wirklich, also Brügge ist wirklich eine wahnsinnig schöne Stadt. Zumindest, wenn man das so anschaut. Also ich habe echt Bock. Jedes Mal, wenn ich da schaue, denke ich, ich muss mal nach Brügge gehen. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Also bist du auch noch nie gesehen, in dem Film? Nein, nach Belgien habe ich es auch noch nicht geschafft. Jo. Hey, ich hoffe es, ja. Nein, und hey, einfach ein Kultfilm. Also anders kannst du es wirklich nicht ausdrücken. Und wirklich ein paar Szenen, die niemand vergisst, ist so, weil sie einfach Kult sind. Und hey, toller Film. Unbedingt schauen, für die es noch nicht gemacht haben. Hey,
klingt doch gut. Und wenn wir schon bei «The Ones We Love» und «Brucco» und so weiter sind, hey, der Samstag, am 30. September im Excelsior in Bruck, wieder «Double Feature», «Creature» mit dem Klaus Kinski und «Starship Troopers». Yes. Das ist aber schon geil. Hey, unser aller Lieblingsfilm, oder einer von unseren liebsten Filmen zumindest. Und ja, das wird grossartig. Also holt euch unbedingt Tickets, sind schon einige weg. Ja. Damit ihr auch schön einen guten Platz habt. Vergesst auch nicht, im Excelsior, es geht immer ab der 11. los. Da kann man zuerst noch hier frühen Shoppen sich gönnen. Oder eine Pizza oder eine Pinse, gibt es auch vegan sogar und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch Essen innen ins Kino, also ihr müsst nicht irgendwie verhungern. Ihr könnt mit der Pizza im Kino hocken. Hat immer so Tischli und so Zeug. Also ist wirklich fantastisch, ein Event und ich freue mich mega. Mhm. Ich freue mich wirklich, wirklich mega auf diesen Samstag. Ich bin allein ein bisschen der Schirmherr diesen Samstag, weil unser Alo Michel, der Präsident, und ich bin ja sein Stellvertreter quasi vom Brucco, der ist leider nicht anwesend, der ist in der Ferien. Ist aber auch recht so. Und genau, dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn gleich mega viele Leute kommen. Und das heisst, ja komm, ist der Chef nicht rum, oder läuft es nicht mehr. Oh, furchtbar. Ja. Ja, falls ihr jetzt sagt, hey, Samstag, es wäre so geil, Samstag ins Kino gehen, coolen Film schauen von früher. Aber hey, am Mittag schaffe ich das einfach noch, weil ich vielleicht am Arbeiten bin oder vielleicht am Samstag gerne ein länger ausschlafen oder so. Das ist zwar nicht wirklich ein Grund, aber es gibt's. In der Woche drauf haben wir ja trotzdem noch einmal ein Event. Also wir, Sexelsio, wir machen ja sehr gerne Werbung für Sexelsio, das ist ja quasi unser Haus- und Hofkino. Und zwar ist noch am 7. Oktober Alien 1 bis 3. Das wird auch ganz, ganz groß. Aber das ist zu oben. Oh ja. Ja, also am Nachmittag, ab der 3. Jo. 3 bis 11. Ja. Und ja, nein, da freue ich mich riesig. Und für die, die sagen, ja, aber da kommt doch sicher wieder EDF und so. Das ist richtig, im Grosssaal läuft es auf Englisch mit deutsch-französischen Untertiteln. Ich glaube, nur deutsche Untertitel, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall wird im kleinen Saal, den sie ja angebaut haben, der Excelsior Suite, wo es 20 Plätze hat, aber gleich eine geile Anlage und eine coole Leinwand und mega bequeme Sessel wieder und Sitz. Und ein sehr stylischer Teppich. Ja, absolut. Also ich total einen Blick von. Yes. Dort wird gleichzeitig werden die drei Filme jeweils in der synchronisierten Fassung laufen. Also, fantastisches Angebot. Ja, also absolut crazy eigentlich. Oder? Ja. Apropos crazy, der nächste Film, den Alex ist, schauen. «The Nun 2» aus dem Conjuring-Universum. Sicher. Wie hast du den gefunden? Ja, ich bin ja einer von denen, wo also «The Nun», der erste, der ist ja, also der wird ja verrissen. Der wird ja sehr, sehr häufig verrissen. Okay, aber es hat ja auch ziemlich lang geheißen, der gruseligste Film überhaupt. Also. Ja, das habe ich auch nie ganz verstanden. Nein, ich eben auch nicht. Ich habe ihn geschaut und habe einfach gefunden, ja, also, so schlimm ist er nicht. Ich habe ihn nicht so schlecht gefunden, aber schlimm und gruselig und weiss, verstörend habe ich jetzt echt nicht gefunden. Nein. Verstörend sowieso nicht. Ich meine, ich schaue ja immer, dass es nicht zu krass wird, oder von der Gewalt etc. Darstellung. Auch wegen dem Rating, dass es auch gleich noch mehr oder weniger Jugendliche oder Teenager schauen können. Und das ist bei den anderen zwei definitiv auch der Fall. Ja. Hey, und ich muss sagen, ich bin wieder wie bei Teil 1. Es ist kein fantastischer Film. Er tut das Horror-Genre nicht irgendwie weiterbringen oder neu erfinden oder irgendetwas. Aber ich bin wieder tiptop unterhalten gewesen. Bei all dem, wie im Busch, bin ich mit der Freundin schauen. Und sie hat eben auch sehr gerne Horrorfilm. Und also sie ist leckisch, sie oft zusammengejuckt. Das war der Wahnsinn gewesen. Ah, cool. Und sie hat irgendwie die Hand oder so auf meinem Arm gehabt. Also ich bin jedes Mal auch mit verschrocken. Also es war wie 4DX-Kino. Ich bin nicht einer, der nicht verschreckt. Ich will ja nicht den Harthund aushängen. Aber mir ist einfach so, weiss ich, in diesem Stil. Ja, ja. Aber wenn natürlich neben dir jemand einen Arm noch auf deinem, oder eine Hand auf deinem Arm hat und so verschreckt, dass sie quasi, also du spürst quasi die Hand, als würde sie gerade ein Kind gebären und so umspringt, dass die gerade mitreißt. Es ist wirklich wie 4DX-Kino. Ich finde das mega herzig, so Zeug. Weißt, ja, wenn jemand von einem Film so beeindruckt wird, so packt. Absolut, das ist doch toll. Also ich finde das auch super und das hat wirklich ein paar von diesen Momenten gehabt. Und ey, ich weiss, er wird ja da verrissen von vielen Leuten, aber ich habe wirklich meine Laune wieder, meinen Spass gehabt. Ich finde, das Score hat mir wieder gut gefallen. Weißt, sehr viel so gregorianische Chöre und einfach alles so das Kirchensetting und Priester in Flammen und so Zeug. Das macht mir halt einfach Spass. Genau, also, das habe ich auch immer gerne. Was ein bisschen speziell ist am Film, hat einen sehr komischen Aufbau oder Ablauf. Weil du kannst dir wirklich sagen, die erste Hälfte des Films, so ungefähr, ja, es geht ja nicht ganz, es geht so gut die eineinhalb Stunden.
sagen wir mal, 45 Minuten lang ist halt wirklich so klassisch aufwärmen, wie man es kennt. Und dann ist eigentlich 45 Minuten lang Finale, kannst du sagen, oder? Also es ist wirklich ein Ding nach dem anderen, was da passiert. Also da kriegst du kaum noch Luft. Also es ist wirklich, also ist seltsam, es fühlt sich komisch an. Mhm. Aber das ist okay gewesen. Also hey, das ist wirklich, es ist ein Fastfood-Film. Weißt du, es ist ein Film, wo dir einfach kurz, während er läuft, hey, hast du schon Spass, schmeckt's, aber nachher wird nicht viel hängen bleiben. Aber ja, für das ist es doch auch okay. Ja, sicher. Und es ist einfach wieder lustig. Weißt du, sie hat ja wieder Dings mitgemacht. Die hat auch im ersten Namen schon mitgemacht. Thaisa Farmiga. Mhm. Und ich bin nicht sicher, ist es jetzt Tochter oder die Schwester? Von der Vera Farmiga? Ich glaube, sie ist Tochter. Ich habe gemeint, ich hätte es eben auch gemeint, aber irgendwo habe ich gelesen, das stimmt gar nicht, dass das die Schwester ist. Hm. Oder sie? Warte, ich schaue mal schnell. Ja. Sibling? Nein, Vera Farmiga ist Sibling. Ah, shit, ja. Hey, crazy, also das ist ein riesen alles. Ich habe eben, ich glaube, ich habe sogar bei Nan 1, wenn ich mal darüber geredet habe im Rückblick, habe ich fälschlicherweise gesagt, es ist Tochter. Dem ist nicht so. Das ist die Schwester, die einfach irgendwie gar nicht 20 Jahre jünger ist oder so. Ja, also es wäre schon möglich gewesen. Es ist legitim, dass man das im ersten Moment. Hey, und sie sieht halt einfach genau gleich aus. Also weißt du, einfach in jünger. Also sie hat eine unheimliche Ähnlichkeit. Nein, also, es ist abartig, die Ähnlichkeit. Es gibt sogar gewisse Szenen, da habe ich gemeint, oh, jetzt ist es gut, jetzt hat sie aber aussehentlich die falsche Ahnung. Okay. Habe ich sehr cool gefunden, hat mir gut Spass gemacht. Ja. Hey, ja und nein, ist cool. Wird Laune gemacht, das ist kein grossartiger Film. Und ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich will jetzt mal die besten Horrorfilme schauen, ja, nicht der. Aber für Horror erprobt ist er da. Ich kann da schon Laune machen. Ja, ja. Ja gut, und eben, wenn du eh schon das ganze Conjuring-Universum dir reingezogen hast, dann schaut man den halt auch noch. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Und? So wie darf man sagen, es wird auch schon anteasert, der nächste. Mhm. Und auf den kann man sich, glaube ich, freuen. Okay. Also, weil den anderen 3 in diesem Fall. Ja, ich nehme an, es ist den anderen. Vielleicht wird es auch unter einem anderen Namen sein, das ist nicht so ganz klar. Es ist einfach, es gibt einen Telefonanruf und wer abnimmt, das ist, ja, das macht Laune. Okay. Genau. Okay, jetzt bin ich so ein kleines bisschen gespannt. Aber ja, ich will natürlich nicht spoilern. Nein, machen wir nicht. Dann hat es ein ganz, ganz seltenes Erlebnis gegeben. Und zwar total unabhängig voneinander. Auch kein bisschen abgesprochen sind der Alex und ich den gleichen Film im Kino schauen. Yes. Ich tatsächlich gerade am ersten Tag, wo er angelaufen ist. Ganz, ganz spontan, ehrlich gesagt. Und zwar sind wir der neue Sylvester Stallone-Film schauen, wenn man das so will ausdrücken. Und zwar Expendables 4. Und in den Bewertungen merkt man schon, wir haben das komplett unterschiedlich angenommen. Ich tue mal schnell begründen, wieso dass ich mir relativ gute Bewertungen habe. Vermutlich viel zu gut. Darf ich vielleicht gerade zuerst voranschicken, als ich gesehen habe, wie du ihn bewertet hast und als ich aus dem Kino rausgelaufen bin, eigentlich schon in der Halbzeit in der Pause, habe ich wirklich mir überlegt, kann ich jemanden, der gar keine Anstellung hat bei mir im Podcast, kann ich den eigentlich künden? Nein, natürlich nicht. Aber wir können ja Gott sei Dank darüber reden, weil ich verstand kein Wort von dir. Also, kein Wort. Hey, ganz ehrlich, Expendables 4 funktioniert dann, wenn du mit Schäufeli und Bäseli alles, aber wirklich noch alles, was heutzutage noch irgendwie übrig ist an toxischer Männlichkeit aus dem Kollegenkreis zusammenkehrst, das Ganze in ein Tütchen verpackst, mit dem ins Kino läufst, ein paar Bierchen kaufst und dir dann einfach die Tüte einfach dort im Kino ausleerst und es dann einfach auf letztem Niveau miteinander cool ist bei diesem Film. Es ist bei mir ist es wirklich das Erlebnis, dass ich mit zwei Kollegen sau lustig hatte. Wir haben uns auch während dem Film über den Film lustig gemacht, aber der Film nimmt sich ja auch nicht ernst. Das habe ich eben gar nicht so schlecht gefunden. CGI und Greenscreen, furchtbar. Ist unterste Kanone, das hat man absolut weggelassen. Der Film ist auch ist ein 80er-Jahr-Film, ganz klar, weil viele Weltansichten auch, sag's mal, im zwischenmenschlichen oder im intersexuellen Bereich sind ja heutzutage schon nicht mehr so angebracht. Aber in so einem testosterongeladenen Cast, das kann ja gar nicht anders sein. Und sind ja auch alles die meisten sind ja wirklich Dinosaurier. Das zeigen sie ja auch das ganze Jahr eigentlich auch zu. Ich meine, Dolph Lundgren, der ständig wechselnde Brille an hat. Vorhersehbar ist er auch. Aber ich
ich kann es nicht einmal so genau sagen. Mir hat einfach irgendwie Laune gemacht. Und der eine oder andere von den Neuen, die jetzt dabei waren, haben mir auch wirklich Spass gemacht. Also der Tony Ja habe ich zum Beispiel recht cool gefunden. Und auch der Gegner, der ich weiß nicht, ob Aiko oder Iko. Ich denke jetzt mal Iko Uwais, der ja aus der Raid ist. Den habe ich jetzt auch sehr überzeugend gefunden als Bösewicht. Also das kann man ja sagen, das ist ja kein Spoiler, das ist auch nein, nein, im Trailer nein, drin. Nein, nein, nein. Ja, kann man das also wirklich machen, finde ich. Als spannend, Bösewicht. Ja, ich bin komplett anderer Meinung. Es ist so ziemlich... Nein, ich glaube, ich kann es wirklich sagen, das ist neben dem einen Anime-Film, der Quintupled, Quintupled, irgendetwas, ich weiß nicht, wie der heisst, ist das mit Abstand der schlechteste Film, den ich das Jahr gesehen habe im Kino. Und ich würde sogar sagen, von den letzten paar Jahren. Und ich bin einiges schauen, bekanntlich. Und auch wirklich Filme, die ich von Anfang an gewusst habe, das wird grutzen. Aber so etwas habe ich wirklich... Also, dass es so schlimm wird, habe ich nicht erwartet. Es ist nicht so, dass ich die anderen Teile nicht mag oder so. Die finde ich zum Teil wirklich okay und cool. Und okay. Die haben auch wirklich das 80-Jahr-Feeling, das du jetzt gerade genannt hast, die haben das eigentlich überbracht. Das ist bei diesem Teil so etwas von nicht gelungen. Aber nicht einmal ansatzweise. Jeder fucking 80-Jahr-Actionfilm ist besser als der Bullshit, den ich hier gesehen habe. Es ist absolut lächerlich. Lächerlich, lächerlich als lächerlich. Es ist nicht ein einziger One-Liner ist cool oder hat man nicht schon 80 Mal gehört. Zum Teil wiederholen sie sogar den gleichen fucking One-Liner im gleichen Film. Wie dumm kann man eigentlich sein, einen, den man schon 80 Milliarden Mal gehört hat, im gleichen Film mehrmals. Denn CGI, hast du selber schon gesagt. Boy, wir haben noch nicht lange haben wir über Who Killed Captain Alex geredet. Yeah. Der ist besser gemacht als der Fuck. Ohne Witze, es ist ja ganz, ganz schlimm. Ja, wenigstens ist dort nicht so viel Geld zum Fenster rausgeworfen worden. Ja, das ist richtig. Und dann der Humor, der nicht vorhandene Humor. Ich habe nicht ein einziges Mal geschmunzelt. Ich bin jetzt wirklich der Letzte, der da irgendwie mit Vogue-Kellen kommt. Aber fuck, sind das peinliche Witze gesehen. Nicht ein einziges Mal. Sorry. Ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich das lustig finden kann. Also es geht nicht. Die Dialoge sowieso, ey, das ist einfach nur unterste Schublade an Diskretion gesehen. Hey, und es ist einfach eine Schande eigentlich, eine Schande für Fans vom Action-Kino. Weil, mir sagt mir ja gerne mal nach, lieber Grüße an Hugo an dieser Stelle, dass ich kein Action-Film-Fan bin. Das stimmt so nicht ganz. Das ist jetzt einfach nicht per se mein Genre. Mein Genre ist Film. So. Und das ist kein Film, das ist eine absolute bodenlose Frechheit, die ich hier gesehen habe. Es ist wirklich, wirklich unerträglich gewesen. Nichts, ich habe wirklich nichts Gutes an diesem Film. Nichts. Nicht eine einzige Szene. Die Namen, die du jetzt auch alle genannt hast, die sind alle so etwas von beschissen dargestellt. Und nein, es ist... Pfui. Megan Fox, ganz ehrlich. Wow! Hey, wenn alle Schwarzen das sehen, hey, die verprügelt Megan Fox. Also, es ist wirklich ganz, ganz peinlich. Megan Fox hat ein paar von den tiefsten Momenten gehabt. Das ist so. Also, es tut mir richtig leid für sie. Ja, also, dass sie. Also, wer macht so etwas? Sie, wieso? Damit ich es jetzt nicht verrate, aber dass sie irgendwann in die Position kommt, wo sie irgendwann ist, das hat jetzt mich überhaupt nicht gestört. Also, das können jetzt wieder andere kommen, die können nicht anders. Hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Nein. Das habe ich absolut in Ordnung. Aber es wird einfach dargestellt, dass sie es nicht kann. Das ist einer und vor allem irgendwie, dann hat sie die Position gehabt und dann passiert dies, passiert das. Und dann irgendwann ist eigentlich das Einzige, was sie schauspielerisch noch drauf hat, dass sie kein BH mehr anhat. Das ist schwierig. Ja, und ich, also weißt du, es gibt ja auch wirklich Filme, wo sie auch nicht muss Leute an die Wand stellen muss. Also es ist kein Melanie Griffith oder irgend so. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Ein Meryl Streep oder so. Aber sie kann durchaus ein bisschen etwas. Und das, sogar das letzte bisschen hat mir weggenommen in diesem Film. Der Tony Ja, lächerlich. Absolut lächerlich gesehen im Film. Der IQ weiß, wo ich eben, ey, ich liebe Raid-Filme. Eben, ich als Nicht-Action-Fan. Ich liebe den Raid 1 und 2 über alles. Ich finde die fantastisch. Und da ist ja, hätte ich auch kaum etwas zeigen. Die Eingangsszene. Wer macht so etwas? Die Eingangsszene. Ein Action-Film fängt mit einer Action-Szene an. Ist sehr häufig der Fall. Ist ja auch richtig. Da, die Action-Szene wird einfach mitten abgeschnitten. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Und dann kommt der Banner, Expendables. Der ist einfach so, wenn die mich verarschen, was ist jetzt los? Und dann
geht es einfach weiter mit dem Silvester. Oh fuck my life, ich habe nochmal ein bisschen Kaltcheck abgeholt, Stallone. Und Jason, leg doch mir am Arsch, wieso kann ich eigentlich nicht? Ah ja, stimmt, ich kann es gar nicht können, ich bin ja fucking Turmspringer aus dem. Ey, wirklich, ey, die zwei zusammen, wer hier von Chemie oder so redet, der muss dringend, dringend nochmal in die Schule gehen. Es ist ganz, ganz schlimm, wie die zwei miteinander umgehen. Und auch alles trieft nicht von Männlichkeit oder so, sondern von purer fucking Dummheit. Das ist wirklich peinlich bis an den Bach runter. Jede einzelne Szene. Ich habe wirklich in jeder Szene gedacht, wenn die mich verarschen. Ich habe zeitweise geschaut, schau ich den falschen Film, schau ich irgendwie Satire drauf. Und dann dachte ich, nein, das war ja dann lustig. Nein, ist es nicht gewesen. Es ist alles schlecht, der Film ist zerschnitten. Die Action-Szenen sind alle absolut behindert. Es geht so, und das meine ich nicht im negativen Stil, von wegen, dass ich jetzt über Behinderte etwas Schlechtes will sagen, sondern sie sind wirklich... Der Film, der darf im Fall auf dem Parkplatz auf dem Blauen, weißt du, mit dem Rollstuhl fahren, darf der parkieren. Es ist wirklich schlimm. Der Film ist wahrscheinlich sogar gefördert von der IV. Anders kann man es nicht erklären, dass da Geld aufgenommen worden ist für den Krümpel. Es ist wirklich ein Unfall. Ich habe es auch so in der Review auf Letterboxd geschrieben. Der Film ist ein fucking Unfall mit einem grossen Unterschied. Bei Unfall kannst du nicht wegschauen. Und da habe ich die ganze Zeit noch überlegt, wie komme ich aus dieser Nummer raus. Aber ich bin nicht geblieben. Ich habe mir dann einfach noch in der Halbzeit noch irgendwie ein Popcorn mehr geholt oder irgendetwas. Einfach damit ich einigermaßen noch Grund habe, zum Sitzen zu bleiben. Und ich meine, gut, ich bin am Nachmittag geschaut. Der Saal war praktisch leer gewesen. Es hat vielleicht noch 20 andere Leute gehabt. Aber ich habe ein einziges Mal jemanden hören lachen, aber ich glaube, die Person hat gelacht, weil es gerade ausgekützelt worden ist oder im Lotto gewonnen hat, weil anders kann man es nicht erklären. Es hat nichts zu unten in diesem Film. Nichts. Es ist wirklich, es ist peinlich. Und das Schlimmste finde ich, es hätte ja den neuen Trailer gegeben, weißt du, wo sie grosse Werbung machen, wir sind jetzt da, weißt du, ab 18, oder? Weil es so brutal und so. Sorry, nur weil du absolut schlechtes CGI-Blut in den unpassendsten Momenten überall rumspritzen hast, wo nicht einmal auf einer von diesen Figuren landet. Der Jason Statham schlachtet alle Abend mit dem Messer, aber dann nicht ein fucking Blutspritze irgendwo an seinem fucking T-Shirt. Du merkst einfach, das haben sie so im Nachhinein gemacht, weil sie gemerkt haben, hey, das ist so ein Bullshit, wir brauchen irgendein Verkaufsargument. Ach komm, wir machen ihn, dass er eben ab 18 ist, weil er so brutal ist. Ich schwöre dir, das ist genau der Grund. Und darum hat auch niemand von denen irgendwie nur mal ein Kratzchen oder irgendetwas. Alles an diesem Film ist schlecht. So. Doch, ein Kratzchen hat einen. Ja, ein Kratzchen. Aber nein, es ist wirklich alles schlecht an diesem Film. Alles. Ja, sehe ich jetzt nicht ganz so. Und ich habe mir eben noch überlegt, dass ich ihn vielleicht nicht so, gerade von den One-Liner und so, nicht so peinlich gefunden habe. Ich habe ihn eben auf Deutsch gesehen. Vielleicht haben die da irgendeinen Bud Spencer und Terence Hill aufgemacht, dass es irgendwie auf Deutsch ein bisschen besser funktioniert. Das kann man nicht vorstellen. Ich glaube es auch nicht. Ich habe das jetzt einfach mal in den Raum stellen. Gut, dann hast du wahrscheinlich zumindest den Salon verstanden. Was ist? Ja, nein, zu groß sind für ihn ist schon noch relativ cool, finde ich. Das ist richtig, ja, beim Englischen verstehst du nicht kaum. Hast du immer das Gefühl, er hat noch die Wattebäuschen drin vom Zahnarzttermin? Oder von seinem letzten fucking Lifting oder so, wo einfach wirklich nur noch schief geht. Hast du schon mal Stallone seine Mutter gesehen? Ja, ja. Mittlerweile sieht er ja aus wie sie. Also, ja, das ist echt der Wahnsinn. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Also, und es hat mir dann auch wirklich leid, weil eben, ich mag ja so viele Figuren. Klar, ich habe jetzt mit Jason Statham komplett jegliche schauspielische Talent abgesprochen, was er auch nicht hat, sorry. Salon allerdings habe ich immer welche gegeben. Und auch so Leute wie... Okay, Lundgren ist jetzt auch nicht ein Schauspielgott oder so, in keinster Weise. Aber er ist einfach ein fucking Sympathieträger für mich. Ich mag den wirklich mega. Das war immer einer meiner Favorites gesehen aus dieser Zeit. Und nicht einmal ihn finde ich cool. Und dann all die neuen Leute, die dazukommen. Ey, 50 Cent, come on. Ich habe wirklich, ich habe schon vorher gewusst, wann kommt echt ein 50 Cent Lied und welches. Und natürlich kommt in einer Szene «I'm a motherfucking P.I.M.P.». Das kann ja funktionieren, tut es auch hier nicht. Also es sind nicht einmal, nicht einmal die einfachsten Sachen, die du könntest richtig machen in diesem Film. Und glaub mir, diesen Film richtig machen, das wäre so einfach gewesen. Sorry, es ist keine Hexerei, ein Expendables, einen guten Expendables zu machen, der die alten Fanherzen abholt und neue dazugewöhnt. Das wäre nicht schwierig. Aber sie haben alles versagt. Das ist der schlechteste Film vom Jahr im Kino. Da bin ich fix davon überzeugt. Und wer irgendeine andere Meinung hat, bitte uns in den Folgen wegen dem. Aber ich verstand euch nicht. Ich verstand euch wirklich nicht. Du, eben.
I agree to disagree. Ja, aber ich weiß echt nicht. Es ist doch wirklich. Jede Szene ist scheiße gesehen. Hast du. Welches ist deine Lieblings-Action-Szene aus diesem Film? Ich habe das tatsächlich nicht so schlecht gefunden, wo der Statham den Frachter infiltriert hat. Wieso? Was ist dort gut gewesen? Die Machart? Die engen Kulisse, die engen Räume. Und die Art, wie sich durch die Räume bewegt. Sie ewiges «Mind if I don't care», «I don't care if I mind» oder so. Er hat immer das Gleiche gesagt, nach jedem fucking Kill. Nach jedem Kill hat er das Gleiche gesagt. Und wenn ich noch einmal, nur ein einziges Mal in einem Film, wirklich, keine Ahnung, es höre, wie einer eine Waffe nimmt und etwas in die Luft jagt und dann «That's what I'm talking about!» sagt. Oder irgendwie so vor 20'000 schwer bewaffneten Typen steht und sagt «Ah, this is going to be fun!» Wenn einer von diesen zwei Sätze noch einmal hört, dann brenne ich den Laden ab. Und zwar so wie die Priester in den anderen zwei. Ohne Sprüche, das geht gar nicht mehr. Ey, ich kann die Sätze nicht mehr hören. Die, machen mich, die triggern mich richtig. Ich bin hässig. Hässig bin ich. Das war doch so simpel. Fuck. Du könntest das so simpel den Film cool machen. Und ey, was hat der für ein Budget gehabt? Jetzt mal unter uns. Also ich schau mal nach. Ich glaube, der hat relativ. Ja. Für was? Also für seine Stars. Der hat ja keine Stars mehr, der Film. Das ist ja noch das Nächste. Weißt du, du hast wenigstens bei 1 bis 3 sagen, wow, die Leute, die sie aufgefahren haben und auch die Cameos, wenn sie auch nur gesehen sind, wie Chuck Norris oder was auch immer, das sind wirklich geile Cast gewesen. Das müssen wir wirklich sagen. Für ja, was hat der für ein Budget? 100 Millionen sind denn eher wahnsinnig. Der Film, den hätte ich dir für 20 gemacht und er würde besser aussehen. Und ich habe keine Ahnung davon. Nein, sind wir mal ehrlich. 100 Millionen. Ah, das ist doch. Also ich meine, 80 Millionen müssen ja live für einen Slide draufgegangen sein und da hat ja irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten Auftritt in diesem Film insgesamt. Ohne zu viel zu erzählen. Ey, nein, come on. Jetzt mal ohne Sprüche. Wer kennt man von denen Nasen? Klar, kann man jetzt sagen, ja, aber Entschuldigung, ja, und Uweis und so. Ja, ist gut und recht, okay. Aber der Couture, klar, der ist jetzt das letzte Mal schon dabei gewesen. Der ist in jedem dabei gewesen. Okay, also er ist neben Dolph Lundgren einer der Ur-Expendables. Genau, aber er wird jetzt hier als einer von der wichtigsten Figuren aufgebaut. Das ist natürlich jetzt auch, weil ein paar weniger sind und weil der Terry Crews nicht mit dabei ist. Ja, aber eben. Jetzt gerade ein Terry Crews würde die Hälfte von diesen Leuten wahrscheinlich besser ersetzen. Gut, Terry Crews. Was sind das für Namen, die da vorkommen? Ist doch lächerlich, sorry. Wo sind. Klar, dass Willis nicht mehr dabei ist, Logo. Okay. Dass Norris nicht mehr springen kann, okay. Don't be. Aber es gibt doch noch so viel an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ist eigentlich ein. Keine Ahnung, von mir ist ein Jackie Chan. Wo ist der Dolph Lundgren nochmal? Weil der ist gestorben. Was? Nein, der ist ja drin. Nicht Dolph Lundgren, sorry, der Jean-Claude. Jean-Claude ist ja der Bösewicht, der ist hinüber, ja. Ist er gestorben? Ja, ja, der ist. Okay, der gut. Alright, gut, vielleicht gibt es ja gar nicht mehr so viel. Ist auch weg. Ja, aber dann nimmst du doch ein paar von den guten neuen Leuten. Wo ist der fucking Rock zum Beispiel? Auch wenn der einen Scheiße findet. Wo ist ein Diesel von mir aus? Also ohne Witz, ich weiß, ich will beide zum Kotzen. Ja, ja. Aber das sind doch einfach Namen, die du wenigstens heute mit Action-Kino also kannst. Ein Momoa von mir aus. Ich habe die ganze Zeit noch auf Harrison Ford gewartet. Wo im dritten Teil dabei war. Also sowas. Also alle. Und dann der Andy Garcia. Nicht gegen den Andy Garcia, aber hier als der A4 und Typ. Also ist ja auch unterste Schublade gesehen. Hey, der hat sich doch. Also das ist doch. Das erinnert wie an die letzten Rod Stewart-Konzerte, wo er quasi mit einer Krankenschwester auf die Bühne gekommen ist. Hey, so ist es mir vorgekommen. Andy Garcia ist jetzt für mich wirklich auch ein Lowlight von dem Film. Ich kann mir wirklich überlegen, ich glaube, ich kenne zwei Filme, die ich gut finde mit ihm. Und sonst, du. Nein. Einfach wirklich nein. Ja, du komm, wir haben schon viel zu lange abgelästert über Expendables 4. Können wir gar nicht aufhören. Nein, ja, ich weiß, dann mache ich es ja für dich. Also, kommen wir mal weg vom Kino und kommen wir ins Heimkino, wenn man so will. Mhm. Jo, da fange ich doch gerade mal mit einem grossen Namen an, den ich jetzt nach Ewigkeiten einmal geschaut habe. Ich würde sagen, ein Film, der starker Tobak ist, weil ja, David Lynch halt. Mulholland Drive, habe ich geschaut. Geil. Also, was man ja wirklich muss sagen, David Lynch ist ja sehr, sehr eigen. Immer sehr speziell, man weiß nie genau, was man bekommt. Aha, aha. Das ist bei Mulholland Drive auch so. Meiner Meinung nach, ich weiss, er hat
extremste Fans. Der hat Bewertungen, die schiessen einfach nur so durch die Decke. Mhm. Was man hat, mir hat er jetzt nicht ganz so gepackt. Ja. Ich habe ihm jetzt einmal 3,5 Sterne Bewertung gegeben. Mhm. Aber es ist natürlich auch, das ist so ein Film, den checkst du am Anfang gar nicht. Ich kann ihn jetzt gehen, ich komme nicht raus. Mhm. Oder einmal nicht richtig. Ja. Das gibt ja so viel, es gibt vermutlich 20 Filme über diesen Film, wo das ganze Zeug erklärt wird. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich eben wieder Tiefgang und alles, genauso wie mit Twin Peaks und alles so mega Interpretationssache ist und viel im Detail drin ist. Also weißt du, Sachen, die einfach nicht erklärt werden, die du dir musst zusammenreimen. Mulholland Drive hat jetzt für mich irgendwie so gewirkt wie eine absolut überlange Film-Noir-Folge von Akte X. Okay. Ja, also eben, der Film lässt ja nicht ganz los. Was ich zwar muss sagen, was auf mich eine negative Auswirkung hat, ist die ganze Zeit da die leichte Jazzmusik, die überall gelaufen ist. Ja, so ein bisschen die Lounge-Musik, also fast Liftmusik. Hat sie ja in den USA früher immer gehabt, die Fahrstuhlmusik. Ganz typisch. Yes. Das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich einfach gewisse Sachen an mir nicht mehr so ganz ernst genommen habe. Weißt du, irgendwie so, ja, entspannst du ein bisschen und ja, und alles easy. Was vermutlich eben nicht der richtige Effekt ist bei so einem Film, weil eigentlich solltest du dabei bleiben. Darum ist das für mich negativ rausgekommen. Ja. Aber hey, insgesamt muss ich natürlich sagen, es hat ein paar Schauspielerauftritte, die wirklich cool gewesen sind. Ein paar ein abstruse Sachen, logisch bei einem Lynch-Film. Und hey, aber insgesamt auch das Setting und die Story und so. Eben, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, ich glaube, da liegt noch mehr drin. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Hey, verstand ich. Aber ich verstand alle Punkte von dir im Fall absolut. Also das ist wirklich... Da musst du einfach darauf einlassen, nichts zu verstehen oder nicht alles zu verstehen oder halt eigentlich die Geschichte fast selber zu spinnen in deinem Kopf oder zusammenzubringen. Da bietet er eigentlich sehr verdeckt nur Möglichkeiten, dass es dir klar wird, wie er es meint. Ja. Und das verstand ich jeden, der mit dem Problem hat. Weil ich bin ja eigentlich auch jemand von denen, wo ich bin eigentlich nicht per se ein Fan davon, wenn ich muss nachlesen über einen Film, um ihn zu verstehen. Ja. Aber bei dem Film, also das ist jetzt einer von denen, zumindest bei mir, wo ich das gar nicht muss nachlesen. Ich habe noch nie etwas darüber gelesen, I don't care. Ich habe allerdings auch schon sicher seit, ich sage es jetzt mal, 8, 9 Jahren, wenn nicht sogar 10 Jahre nicht mehr gesehen. Also ich muss da unbedingt wieder mal schauen. Das ist so ein Film, den ich damals gesehen habe. Ich bin nicht sicher, ob ich das sogar im Kino. Ich bin ziemlich sicher zwar, doch. Ich bin schauen und ich habe das seitdem glaub, gar nicht mehr geschaut. Also, ich habe über 20 Jahre. Kann fast nicht sein, weil du hast eine Letterbox-Bewertung gemacht. Ah, stimmt. Nein, ich habe noch irgendwann noch mal geschaut. Mhm. Du hast recht. Ja, du hast recht. Natürlich. Ja, natürlich. Ich habe ihn ja auf iTunes gekauft, wegen dem. Voilà. Und dann habe ich noch mal geschaut. Du hast recht. Sehr gut. Ja. Hey, auf jeden Fall aber halt in so einem Abstand, dass ich ehrlich gesagt nicht mehr gewusst habe oder fast nicht mehr, aus ein paar Bildern. Ja, eben, es ist ja auch vermutlich jedes Mal ein anderes Seherlebnis. Ja. Hey, und wir machen eben so Filme gleich schon auch Spass. Mhm. Aber eben, du hast absolut recht mit jedem Punkt. Nein, es ist halt einfach auch kein Belang. Das ist schon so. Also gut, ich glaube fast 2,5 Stunden. Ja. Geht wirklich, wirklich lang. Das ist definitiv nicht unbedingt eine Stärke von ihm. Nein. Aber hey, bei all diesen Fans, die es gibt und bei diesen riesen Bewertungen, die es gibt, die das so abfeiern, die werden das lieben, dass der ja 2,5 Stunden geht. Ja, also von dem her, wenn es so viele Fans gibt, dann viel richtig gemacht in dem Fall. Absolut. Nein, der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Film, da kann man dann auch nachher wirklich, hat man wirklich viel Gesprächsstoff. Weißt, man kann viel reden nachher miteinander etc. Wenn einem gerade noch nach Reden ist nach dem Film. Richtig, richtig. Ja, aber halt weniger einfach nur, oh, das habe ich scheiße gefunden, das ist gut. Ja. Sondern man redet dann wirklich über den Inhalt. Oder man redet wirklich darüber, hey, wie hast du das gesehen? Und was meinst du bei dem? Und das finde ich eben schon cool, wenn das ein Film kann. Ist dir das nicht aufgefallen? Ja, genau. Ja. Und das macht schon Laune. Mhm. Das mit dem Score, das habe ich auch so ein bisschen im Kopf finden. Das ist, ja... Passt natürlich auch zu seiner Art Film. Jazz, oder? Voll, ja. Aber ich verstand es. Ja, ich bin auch nicht so der Jazzer. Ja. Es stört mich nicht einmal. Einfach wegen der Leichtigkeit von dem Jazz, den wir genommen haben, ist halt einfach das Gefühl bei mir aufgekommen. Jo. Du. So viel zu Mulholland Drive. Denn der Alex war sehr horrorlastig. Ja, das ist richtig. Ja, eben, ist halt.
neue Frau im Leben, oder? Und etwas vom Ersten, was sie mir gesagt hat, ist, dass sie Horrorfilme liebt. Mhm. Und jetzt teste ich das natürlich auch ein bisschen. Und ja, ich weiß gar nicht genau, ob das stimmt, weil also es ist sehr beschränkt. Also am besten ohne irgendwie offene Wunden oder so, die zu echt aussehen. Das findet sie eklig. Und ja, dann wird es halt schon schwierig eingeschränkt. Aber ich habe auf jeden Fall einfach mal gefunden, hey, wir schauen doch mal ein paar Filme zusammen. Auch Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Okay, aber jetzt nimmt mich, jetzt tue ich die Reihenfolge schnell ändern. Weil dann interessiert mich das gerade beim einen am meisten, wie sie den Film gefunden hat. Ja. Also wegen offenen Wunden und so. Ja. Hereditary. Wie ist der angekommen? Das ist tatsächlich, während wir schauen, also nach etwa 5 Minuten, hat sie plötzlich gemerkt, oh, du hast ihn doch schon gesehen, aber irgendwie nichts mehr gewusst. Und das hat natürlich mein Herz hart getroffen. Ja, wir sind jetzt auch nicht mehr zusammen. Und, nein, natürlich hat das keinen Einfluss gehabt. Aber ich liebe ja. Ja, genau. Nein, ich liebe ja Hereditary. Also ich liebe allgemein einfach Ari Aster-Filme. Und ja, ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich glaube, bei jedem Horrorfan und so ist das ein bisschen so weit oben, oder sehr beliebt. Mhm. Und da hat sie jetzt nicht so kaputt gemacht oder irgendetwas. Da kommt einen anderen Film, wo eher ein bisschen zerstörend war. Auch für mich, weil er wirklich heftig ist. Also der Film, den ich auch noch nicht gesehen habe. Mhm. Hereditary, Ari Aster, sein erster Feature-Film. Also wenn man das auch nochmal vor Augen wirft, das ist der Wahnsinn. Wenn das einfach so die erste Langspielfilm ist und es ist gerade so einer. Mhm. Ich liebe ihn einfach mit all diesen Punkten. Und es wird ja oft ein bisschen diskutiert, das hat sie auch zum Beispiel gefunden. Sie hat gefunden, der Film ist eigentlich grossartig, bis eigentlich aufs Finale. Das findet sie völlig blöd. Mhm. Und das hört man sehr häufig bei diesem Film. Ich sehe das eigentlich nicht so. Mir gefällt das eben, der Twist vom Familiendrama, wo du gefühlt eineinhalb Stunden schaust und dann einfach eine Viertelstunde lang ist halt einfach ein fast schon klassischer Horrorfilm. Alten Stil allerdings. Mhm. Ich sage es eher so richtig 70er, Anfang 80er Jahre Stil. Und, ja, klar. Und da hast du mich einfach. Das ist genau die Art von Horrorfilm, die mich am meisten fesselt oft. Mhm. Und hey, einmal mehr, ich liebe den Film wirklich. Ich finde ihn wirklich, wirklich stark. Und da bin ich, glaube ich, ein bisschen allein auf weiter Flur. Lassen Sie uns wissen, wenn nicht. Ich bin einer, der tatsächlich findet, Midsommar ist für mich der rundere Film. Der perfektere Film. Auf die Sachen, die ich zumindest achte. Mhm. Weil doch nochmal ganz ein anderes Setting etc. Aber ich finde einfach, wie der Ari Aster ein Familientrauma eigentlich dort einbauen und daraus auch ein Horrorelement noch einbaut, ich finde das einfach geil. Mhm. Weil das sind die Sachen, die du auch kannst, die damit identifizieren. Ja. Wer von uns ist schon mal, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich liebe den Film auch, nicht falsch verstehen, wer von uns ist schon mal in einer Waldhütte gesehen, go Party machen und dann ist ein Killer auftaucht mit einem Schwert oder einer Kettensäge oder irgendwie in einem Sommercamp gesehen als Kind und dann ist ein Killer unterwegs. Ja, wir sind doch alle mal jung gewesen, oder? Ja, aber das haben wir doch alle nicht erlebt. Aber will man nicht in den USA leben? Ja, aber weißt, Verlust in der Familie, Todesfall, vielleicht sogar tragische Ereignisse im direkten Umfeld, bei Geschwistern, Mami, Papi, wie auch immer. Das hat, jeder von uns hat irgendeine so eine Story. Und das finde ich eben so clever an diesem Film, wie er das verpackt, wie er das einbaut. Mhm. Ich finde halt einfach der Cast auch. Ich meine, das ist auch so eine Frechheit. Eine Toni Collette, die spielt sich um ihr Leben in diesem Film, dass sie nicht einmal anerkennt wird. Das ist die B-Schauspielerin, oder? Ja, genau. Also, das ist schon schlimm mit Aussagen. Weißt du, das ist Christoph, oder? Es war der Hill. Der Hill hat das gesagt? Ja. Hill, ey, also Christoph hat wegen dem... hochgenommen, zu Recht. Man braucht gewiss. Nein, Toni Collette, ich mag sie sowieso extrem gut. Ich bin Fan von ihr eigentlich seit About a Boy. Das ist immer noch eine meiner Lieblingsrollen von ihr. Aber auch da, ey, die spielt... Also, dass sie nicht einmal eine Oscar-Nominierung bekommen, das ist eine absolute Oberschande. Auch die Kinder, beide sind grossartig. Der Gabriel Byrne, der ist halt einfach der stoische Vater im Hintergrund, der kaum Emotionen zeigt. Mhm. Das gehört halt zu seiner Rolle, aber da kannst du halt auch wenig zeigen. Oder nicht so viel wie eben, anderes. Das hätte er ja auch sollen. Und beim Gabriel Byrne wissen wir, der kann mehr. Das ist ja so. Also, wie tolle Schauspielerin. Ja, immer noch der zweitbeste Teufel aller Zeiten im Film. Mhm. Hinter dem Black Phillip. Und nein, auf jeden Fall, hey,
ich finde einfach wirklich den Film und die Kameraeinstellungen, die Fahrten, die vielen Außenaufnahmen, wo du nie sicher bist, ist es das wieder Modell oder ist es echt? Die vielen versteckten Sachen, plötzlich sind wieder im Hintergrund, siehst du einfach nackte Menschen rumstehen und später eine Rolle feiern. Aber du achtest dich vielleicht beim ersten Mal gar nicht drauf. Oder in irgendwelche. Du musst eigentlich jedes Bild in diesem Film, musst du jede Ecke vom Bild musst du absuchen, mhm. um wirklich alles zu sehen und zu verstehen. Die vielen Metaphern, die es drin hat, die vielen. Und das ist auch sehr typisch Ari Aster, das ist auch bei Midsommar und auch bei. Hilf mir. Jetzt habe ich schon Boys Afraid, hat das auch wieder gemacht. Wie viel er eigentlich tut, foreshadowen, also weißt du, vorankündigen, vorher schon zeigen, aber du schnallst einfach noch nicht, wieso kommt jetzt das Bild, wieso zeigt es jetzt der Pfahl mit dem Signet drin, mit dem Innengritzten. Ah, shit. 10 Minuten später, weißt du, wieso das so relevant ist. Und. Das ist einfach für mich meisterhaft. Und die Kamera ist Gott in diesem Film. Absolut Gott. Schauspieler kommen alle an ihre Grenzen, bis auf Gabriel Byrne. Machen das aber alle fantastisch. Er hat wirklich auch harte, starke Momente. Ich liebe den Film, ganz klar. Okay. So viel wieder einmal zu Hereditary. Kommt ja doch öfters einmal. Ja, da muss immer wieder erwähnt werden. Ja. Dann habe ich einen Film geschaut namens Joke. Nicht mit J-O-K-E, sondern C-H-O-K-E. Ist das wieder so ein Pörni gesehen? Das ist tatsächlich ein grosses Thema in diesem Film. Oh, gell, Surprise. Nein, aber mehr. Also tatsächlich, Sexsucht ist unter anderem ein Thema. Ah ja? Okay. Hey, ganz schräger Film. Geht um eine Figur, die sexsüchtig ist, in einer komplett schrägen Familiensituation aufgewachsen ist, nur seine Mutter hatte. Deren Mutter ist auch weggenommen worden, hat die Mutter aber trotzdem immer wieder mal gesehen. Relativ cool gespielt von Angelica Houston. Man sieht sie später nur noch im Altersheim mit Alzheimer. Und er ist immer dort, sie erkennt ihn aber nicht mehr. Und sie hält ihn immer für irgendeinen anderen. Und er versucht durch das aber immer mit ihr zu reden. Er selber ist Schauspieler. Und er versucht immer wieder mit ihr zu reden, damit sie ihm endlich verratet, wer sein Vater ist. Und hey, es kommt zu allerlei abstrusen Situationen, wo ich aber wirklich insgesamt muss sagen, also der Film ist wirklich sehr, sehr eigen. Inszeniert übrigens von Clark Gregg. Der Clark Gregg kennt man noch als Agent Coulson aus den Avengers-Filmen und der Avengers-Serie. Der Agents of S.H.I.E.L.D. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Regie führt, aber hat er anscheinend mal bei 4 Filmen. Und also insgesamt wäre der Film schlecht. Aber ich muss tatsächlich sagen, das, was der Film wirklich rettet, ist der Sam Rockwell in der Hauptrolle. Er hat relativ viel Platz zum Spielen, auch viele Szenen, wo er einfach einmal allein ist. Oder wo er einfach mit Leuten interagiert, die nicht reden. Und das kommt ihm irgendwie gut. Also er kann sich voll austoben in diesem Film und das macht eigentlich noch Spass. Der ganze Rest muss man einfach irgendwie noch mit dazu nehmen. Also da, ich kann dem Film auch nur 2,5 Sterne geben. Wirklich, weil vieles ist sehr, sehr abstrus und gerade gegen den Schluss fast zu abstrus. Aber definitiv, wenn man Sam Rockwell-Fan ist und auch gerne mal wieder etwas mit der Angelica Houston sieht, wieso nicht? Hey, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von ihm, aber irgendwie gleich finde ich das klingt interessant. Ja, könnte das etwas sein für mich? Bin mir sehr unsicher im Fall. Okay. Ich glaube sogar fast eher nicht. Aber wer weiß? Kann man einmal zur Zeit, wenn man die Werbung in Kauf nimmt, gratis auf Rakuten TV schauen. Und Rakuten TV ist ja immer so. Ab und zu hat es Perlen drunter bei denen, wo sie gratis drauf haben. Und ab und zu überhaupt nicht, weil sie einfach ziemlich den ganzen Katalog von Tiberius-Filmen drauf haben. Und die sind, da geht es auch gut. Ja, aber die meisten sind es nicht. Aha, okay. Ja.
Kann man das so sagen, ja? Ja, also ich habe mal Glück, was alles da drauf ist. Und das sind halt wirklich die ganz, ganz... Also, also es tummelt sich ganz viel B bis C Movie-Material von QTV. Aber eben, es hat arme Perlen drunter. Wie bist du denn auf den gekommen? Nicht gewusst, was schauen. Und dann, dann einfach mal durchgeschaut und dann... Ah, ja, Sam Rockwell in der Hauptrolle. Ja, komm, machen wir mal. Okay. Ja. Okay. Cool. Wie zusammen. Eben, du kennst mich. Schauspieler ziehen bei mir. Wenn ich den Schauspieler kenne und gerade Bock auf den das habe, dann schaue ich den Film. Das ist ja okay. Ja. So, so viel zum Thema Joke. Dann geht es weiter mit Alex. Ein Film, wo man nicht viel offene Wunden sieht, ist natürlich It Follows. Ja, das stimmt eigentlich nicht ganz. Weil der fällt ja eigentlich gerade. Der erste Kill quasi ist ja ein Bein, das nach hinten weggedreht ist und der Knochen raussteht. Und ja, dort ist schon ganz kurz ein bisschen jemand zusammengejuckt. Aber sonst ist ja das eigentlich nicht das Grundthema bei dem Nein, gar nicht. Hey, wir haben auch geschaut, ich wollte da unbedingt ihre zeigen. Ich habe lustigerweise diese Woche habe ich den Score habe ich wieder mal gelost. Weißt du, zum Arbeiten oder so auf dem Weg. Weil ich den wirklich recht cool finde. Und für mich gehört der wirklich, auch trotz all seinen Schwächen, die der Film hat, viele Momente finde ich so, oh Jesus Maria, das macht aber gar keinen Sinn. Das Finale ist auch so ein bisschen, aber ich finde, der macht ganz viele Sachen so spannend und geil, dass er gleich für mich einer zu den Besten vom Genre gehört aus den letzten 20 Jahren. Und das ist, zum einen liegt das mal an der Kamera. Die Kameraarbeit ist einfach göttlich. It Follows, für die, die jetzt gar keinen Schimmer haben, das gibt es sicher, ist so ein Film, also es geht eigentlich darum, um eine Art, wie einen Fluch, wo du kannst haben, indem du Sex hast mit einer bestimmten Person. Und also Alex, wir haben ja einen Erfolg darüber gemacht. Ja, wir haben einen Erfolg darüber gemacht. Eigentlich kann man da reinhören. Podcast-Folge Nummer 45 von Sinneswiss. Auf jeden Fall, eben, durch Sex wird eigentlich wie eine übernatürliche Macht auf dich aufmerksam und verfolgt dich, bis sie dich eigentlich umbringt. So. Und die einzige Möglichkeit, vermeintlich einzige Möglichkeit, das loszuwerden, ist mit einem anderen Sex sagen, um quasi den Fluch weiterzugeben. Mhm. Und das Ganze spielt, und das ist das, was ich so fucking clever finde an diesem Film. Ich habe einfach mal das mit ihrer Glück noch nachher, dass sie etwas gefuckt. Und das kann ich jedem empfehlen, der das mit jemandem das erste Mal schaut, der keine Ahnung hat, einfach nichts sagen vorher. Und dann haben wir gesagt, hey, wie ist das die Feeling gesehen während dem Film? Hast du das Gefühl gehabt, da stimmt irgendwie alles oder macht etwas keinen Sinn oder ist etwas komisch? Und ich habe eigentlich auch gesagt, ja, ist ein bisschen komisch irgendwie und so, aber ich weiß nicht genau, was es ist und so. Und das ist eben so geil, weil der Film macht etwas, wo so unterbewusst, so schlicht, muss man sagen, meine Frage ist, zu welcher Zeit spielt der Film? Und die Frage kann niemand wirklich beantworten, weil er hat Sachen, die du nur in den 80er Jahren gehabt hast, er hat Sachen, die du nur in den heutige Zeit hast, eine Sache, die du nur in den 60er Jahren gehabt hast. Und er tut das einfach so vermischen zu einer eigenen Welt quasi, wo die ganze Zeit eigentlich so ein ungutes Gefühl geben, so im Stil von, hey, da stimmt doch irgendetwas nicht. Aber was es ist, das ist ganz schwierig zu fassen. Und das finde ich wahnsinnig clever an diesem Film. Nebenbei, dass eben der Score, wie schon gesagt, wahnsinnig cool ist, wie ich finde. Also 80s-Style. Die Kamera ist für mich gottesgleich in diesem Film. Weil die Leute, wenn die Macht, die übernimmt quasi Leute oder kommt in Form von Leuten. Das können Wildfremde sein, können aber auch Leute sein, die man kennt. Und die Leute laufen einfach stoisch auf einen zu. Ohne Zäckeln, ohne Hast, ohne irgendwie machen oder irgendwas. Die laufen einfach auf einen zu. Und das siehst du natürlich ständig, siehst du einfach im Hintergrund, wenn die verschiedenen Figuren, es sind halt Jugendliche, die probieren, das Problem zu lösen. Wie einfach ständig Leute auf dich zulaufen im Hintergrund und die Kamera dreht sich um sie. Und du denkst, Gott sei Dank geht die Kamera weg, ich will das gar nicht sehen. Und andererseits denkst du, fuck, was passiert jetzt gerade in meinem Rücken? Also von dem, was ich nicht sehe. Und dann dreht die Kamera wieder zurück und dann bist du einfach da und denkst, nein, es ist näher oder wow, jetzt kommt das nochmal. Und das hat so viele so Momente, die ich einfach grandios finde. Die ich wahnsinnig clever gedreht finde. Mhm. Der Film ist ja von David Robert Mitchell. Der hat durchaus schon ein paar, wie ich finde, coole Filme gemacht. Er hat ja auch zum Beispiel Under the Silver Lake gemacht, mit Andrew Garfield, den ich auch recht creepy oder crazy finde. Mhm. Der ist noch mal ein bisschen, mehr, what the fuck. Das ist der mit Pierre Brice, oder? Hä? Under the Silver Lake. Ah, ja. Oh. Ja, okay. Ja, Schwarz und Silber. Hill.
Was meinst du? Schütteln. Ja, das wäre jetzt wirklich eine gute Idee. Yeah. Oder einfach Pfanne. Eine Pfanne. Ja, das ist auch gut. Nein, hey, und ich finde den wirklich grossartig. Und schaut den Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wenn ihr ihn gesehen habt, dann schaut mir jemanden, den ihr noch nicht gesehen habt. Und dann nachher, vielleicht könnt ihr euch ein bisschen informieren im Internet, was das alles ist. Ich will jetzt eben hier nicht groß spoilern. Wir haben eben sonst, wenn ihr den Film schon gesehen habt, in unserer Folge dazu, haben wir da, bin ich näher drauf eingegangen. Mir jetzt wieder umgehauen. Ich finde es einfach ein cooler Film. Ja. Mir macht das Spass. Okay, ja, ich habe ihn auch recht cool gefunden. Übrigens, zu Hereditary gibt es natürlich auch eine Folge, ganz, ganz früh, wo der Alex und der Hill darüber reden. Auch unbedingt reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Obwohl, alle, die jetzt noch zuhören, die haben eh schon alle Folgen los. Nein, ich kenne halt zwei Leute. Ich grüße an der Stelle gerade Philipp, einen treuen Zuhörer von uns. Und da ist relativ spät dazugekommen. Los jetzt aber alles nach. Und er schiebt uns immer wieder so: Hey, jetzt habe ich gerade die gelost, das ist noch cool und das nachgeholt. Freut uns euch mega, vielen Dank. Ja, super. Freut uns sehr, dass du mit an Bord bist. So, also, dann, ich nehme jetzt gerade zwei Filme zusammen, weil sie doch recht viele Parallelen haben. Ich habe sie auch gerade, ich habe sie schon ein paar Mal geschaut. Und es ist irgendwie, die zwei Filme schaue ich meistens nacheinander. Haben zwar keinen Zusammenhang miteinander, storymässig oder so, aber der John Travolta spielt in beiden die Hauptrolle und in beiden spielt er einen Militärermittler, also mehr oder weniger Militärermittler. Und frag mich nicht, wenn ich für den einen in Stimmung bin, dann bin ich für den anderen auch immer gerade in Stimmung. Und zwar anfange ich mit dem Film Basic aus dem Jahr 2005. Eigentlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Thriller-Geschichte. Eine Übung auf einem Army-Ranger-Stützpunkt, der vermeintlich in die Hose geht, mit einem ziemlich sadistischen Ausbildner, gespielt von Samuel L. Jackson. Von wem auch sonst, ist klar. Auch schon 2003, obwohl Travolta und Samuel L. Jackson mal wieder zusammen in einem Film, das ist natürlich schon noch irgendwie witzig. Ja, und sehr viel hin und her, Story-Twists, eigentlich eine coole Grundstimmung, weil spielt auch in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und es schifft die ganze Zeit. Viel spielt bei Nacht, was ich natürlich wirklich sehr positiv auf so eine Thriller-Geschichte mit Storytwists auswirkt. Eben, hat irgendwie eine coole Grundstimmung. Es hat auch sonst noch ein paar coole Schauspieler dabei, also wo man zum Teil nicht einmal so riesig kennt, aber da einfach einen guten Job machen. Meine, gut, klar, jetzt irgendwie Ty Dix oder Giovanni Ribisi zum Beispiel, die kennt man. Aber es sind einfach sonst ein paar, die einfach irgendwie gerade gut reinpassen und gut besetzt sind. Und das schätze ich doch auch immer in einem Film sehr. Und auch der John Travolta, der sehr viel Platz bekommt zum Spielen. Man merkt auch, dass er so in seiner Phase so ein bisschen rund um Face-Off war, wo er wirklich immer wieder so vom Ernsten ins Lustige reingeht. Das hat er dort eine Zeit lang recht viel gehabt. Ich finde, das kommt ihm eben auch noch gut. Das kann er eben wirklich. Ja. Oder hätte es damals können. Ja. Hey, von dem her für mich ein sehr, sehr unterhaltsamer, spannender Film, der einfach irgendeine coole Grundstimmung hat. Und gut, klar, eben, es spielt die ganze Zeit auch am Army-Stützpunkt und während den Übungen und so weiter. Und dann halt noch das ganze Militärische nebendran. Ja. Ich mag es halt, wenn das jemand gar nicht vertreibt, dann auslassen. Wo es etwas ganz anderes ist, ist beim nächsten Film. The General's Daughter. Der ist von 1999. Ja. Dort ist auch wieder der John Travolta als Militärpolizei-Ermittler unterwegs. Bei ihm an der Seite Madeleine Stowe, die ich auch sehr mag als Schauspielerin. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da geht es unter anderem um einen Mord, es geht um Sexismus in der Armee, es geht um die Rolle von Frauen in der Armee, es geht auch darum, gewisse Sachen zu verschleiern zum Wohl von der Armee. Und also wirklich ganz, ganz viel. Ja, ganz viele Sachen, die wirklich. Das tut weh. Also, die Storys so mitbekommen, das ist wirklich dreckig und du hast ganz, ganz viel Mitleid mit dem Opfer. Also, das packt dich wirklich. Es ist alles andere als ein guter Laune-Film. Du gehst auch mit einem ganz schlechten Gefühl aus dem Film raus. Und trotzdem bist du sehr, sehr gut unterhalten.
Ich finde auch hier wieder von der Grundstimmung her sehr, sehr cool inszeniert. Sehr schonungslos sogar. Also es hat ganz, ganz viele sehr explizite Szenen. Okay. Also gerade auch ja, im Bereich sexueller Missbrauch und so, hat es sehr, sehr explizite Szenen drin, was den Film halt umso härter macht. Ja. Und doch, eben, spannend. Ernsthaft? Ich schaue jetzt gerade, weißt du, das ist ja von Simon West. Und der hat Lara Croft Tomb Raider gemacht. Mit Angelina Jolie und Con Air. Das klingt so komisch, weißt du, so die Film und dann macht er so einen Film. Er hat auch Expendables 2 gemacht. Ah, wirklich? Okay, okay. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich so die Liste anschaue mit den Filmen, die er jetzt so sonst gemacht hat, dann, ja, dann ist wohl General's Daughter einfach noch einmal eine ganz andere Nummer. Sticht raus. Ja, ich finde. Ja, ist auch wirklich ein cooles Cast, auch noch nebendran. Auch James Cromwell, der noch mit dabei ist, der eigentlich auch immer recht cool ist. Ja. Und eben, weil der halt, ich sag's mal, von der Thematik, von der Grundthematik ein bisschen ähnlich ist wie Basic, darum schaue ich die fast immer so nacheinander. Das habe ich diesmal auch gemacht. Basic war eben jetzt zurzeit auch gerade auf Rakuten drauf, zum gratis schauen. Aber dann habe ich gefunden, ja, nee, so faul bin ich jetzt nicht. Und schaut er jetzt einfach hier, wo noch Werbung drin ist? Nein, nimm meine alte DVD führen. Weil, ja, Werbung ist schon was Doofes. Brutal, aber du das nicht amigs weh, so alte DVDs, weißt du, so im Auge? Mm. Nein, nicht immer. Ja, nicht immer, okay, aber amigs, also, weiss nicht. Gewiss, also, ich sage jetzt mal, auf den neuen HD-Fernsehen, ja, die haben ja die DVDs weh, die quasi 1:1 VHS-Bild übernommen haben. Ganz die, genau. Die haben da weh. Das die, die aber, ich meine, der eine ist von 1999, der andere von 2003, das. Da hat es schon HD gegeben. Ja, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Also, die sind ja dann ganz okay. Und dann die haben ja auch noch gewisse Blu-ray-Player mittlerweile, die haben das auch noch ein bisschen aufbessern, das ganze Bild. Dann okay. Ist voll okay. Jo, soviel zum Thema The General's Daughter und Basic. Dann hat der Alex noch ein bisschen den spanischen Film geschaut. Wreck. Ja, voll. Ja, wir haben es eben davon gehabt, so, ja, so, pff, was ist denn so ein wirklich erschreckender Film und so, oder? Mhm. Weißt du, wirklich einer, der so ein wow, what the fuck, schaue ich da eigentlich gerade? Mhm. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, Wreck. Weil der hat durchaus, ja, der wird immer wieder ein bisschen auch genannt, bei so einem von den erschreckendsten Filmen und, ja, oder intensivsten. Mhm. Ich hatte irgendwie auch so eine Erinnerung gehabt, und ja, dann haben wir den halt angestellt. Und was will ich sagen? Hast du das 2007? Es ist gar nicht mehr so schlimm, wenn ich in Erinnerung habe. Ich weiß auch noch, damals sind wir recht alle zusammengezuckt, immer wieder bei diversen Szenen. Okay. Ich würde sagen, die letzten 15, 20 Minuten oder so, die sind immer noch recht creepy as fuck. Also die finde ich schon sehr geil inszeniert. Mhm. Es ist halt auch. Es ist. Also. Der steht und fällt auch ein bisschen. Wir haben jetzt tatsächlich auf synchronisiert geschaut. Mhm. Weil auf Spanisch jetzt irgendwie schwierig war mit Untertiteln. Und ja, und so gut können wir beide nicht Spanisch. Und dann haben wir gedacht, ja gut, okay. Sonst ist ja egal, oder? Bei so einem Film haben wir uns gedacht, nein, ist nicht. Also ich weiß nicht, wenn ihr schon mal die Synchro gelesen habt, das ist sicher eine der schlechtesten Synchronisierungen, die ich je gesehen habe. So schlimm. Unerträglich, also kaum ertragbar. Okay. Mm. Ui, das ist ein bisschen stark geworden. Ja. Haben wir schnell ein Skinny-Bitch gemacht, aber da habe ich jetzt zu viel Wettgele reingetatscht. Wolltest du gerade Rezeptvorschläge raushauen? Ja, weniger Wodka. Ist gut. Ist gern geschehen. Okay. Ui. Also, hey, es ist halt Fan-Footage. Mhm. Das ist natürlich an sich schon mal ein bisschen anstrengend. Damals. Ist einer von denen Fan-Footage, wo noch oftmals noch Sinn macht oder es relativ clever die Kamera nutzt, weißt du, dass sie noch an ist überhaupt. Also zum Beispiel, wenn plötzlich die Kamera abgelegt wird, dann kommt das Mädchen, also ein Kind dort, wo einfach die Kamera anmacht und noch ein bisschen reinschaut und neben dran hörst du auch gleich noch, was wie die Geschichte weitergeht. Das ist schon recht nice gemacht. Aber ich hatte wirklich einige schlimme Erinnerungen gehabt. Ich habe wirklich gedacht, das ist mehr ein Thriller. Ja. Aber er ist eigentlich recht häufig sehr
belanglos würde ich es nicht sagen, aber auch so 0815 ein bisschen. Okay. Und eben die Synchro, die hat also wirklich jetzt kaputt gemacht. Also es ist ganz, ganz schlimm. Also, schaut den Film nie in einer Synchro. Auch wenn ihr alles mit lesen, das ist scheißegal. Oder halt kein Lesen. Ich hätte lieber im Nachhinein geschaut auf Spanisch, dass ihr Wort verstand oder zu wenig verstand. Es ist wirklich, also es hat weh da. Okay. Hat wirklich, wirklich weh da. Und ja. Ich glaube, ich habe ja die Fortsetzungen nie gesehen. Und anscheinend Rack 2 sind ja auch recht crazy. Okay, ja, die habe ich auch nie gesehen, auch nur der erste. Also, ich habe nur schon sagen lassen, dass er recht geil sind. Aber, ja, irgendwie habe ich jetzt auch keinen Bock mehr gehabt nach dem. Ja, das war ziemlich enttäuschend. Ist okay immer noch, aber wie gesagt, die letzten 20 Minuten, also ein, zwei Momente sind schon nice, aber alles in allem habe ich da viel, viel besser in Erinnerung. Okay, na gut. So viel zum Thema Rack. Ja, Mann. Dann habe ich auch noch so gesagt, hey, frag mich nicht, wieso. Ist wieder ein Wett verloren. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe wieder mal nicht gewusst, was schauen. Dann bin ich so. Mittlerweile hat sich das ein bisschen etabliert. Ich bin zu meinem Pile of Shame gegangen. Also DVDs, ich tue ja DVDs nie einräumen oder Blu-rays tue ich nie ins Regal einräumen, wenn ich sie noch nicht geschaut habe. Wo lagerst du die denn? Ich habe noch ein separates Regal. Ah, also du hast schon immer Regal? Oh. Aber immer egal, wo einfach nur ist für Filme oder noch nicht geschaut. Genau. Okay. Weil es geht mir auch darum, ich möchte. Ich sagen, ist das ein Puff bei dir daheim? Es geht mir vor allem auch darum, wenn ich auch so DVDs oder Blu-rays kaufe, dass die auch wirklich laufen. Weil ich hasse nichts mehr, als wenn ich einen Film im Regal habe, ich freue mich drauf, ich will den jetzt schauen und dann läuft die DVD nicht. Könnte ich ausrasten. Dann würde ich durchgehen. Das Zeug ist zum Teil schon aus dem Fenster geflogen. Ist das so? Ja, das ist. Hast du jemanden getroffen? Ja, beim Zusammenraum dann. Nein, dann habe ich gefunden, ach komm, den nehmen wir jetzt. Habe ich Fire Down Below geschaut. Ein alter Steven Seagal-Film von 1997. Es ist halt ein Seagal-Film. Also gut. Also, wenn du einen Seagal-Film auswählst, um jetzt zu schauen, dann weißt du auch, was du einlässt. Die Story dort in diesem Film hat. Hat Löcher drin, die grösser sind als das Ozonloch, was hier natürlich auch zum Kontext des Films passt. Ja. Die letzte halbe Stunde des Films, die braucht kein Mensch. Weil das ist noch ein bisschen so Rache-Ding und so. Und das war mein Nachtreis gewesen, wo ich schätze es einfach mal. Wenn ihr es genau wissen könnt, könnt ihr mal beim Dominic Hughes im Actionkult reinhören. Der hat jetzt gerade eine Folge rausgebracht zu Fire Down Below. Yes. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die letzte halbe Stunde einfach war, dass Seagal gefunden hat, ich habe noch ein bisschen zu wenig geschlägelt. Komm, machen noch mal ein paar Szenen mehr. Weil der Film wäre eigentlich fertig gewesen, aber lassen wir das. Also mehr oder weniger. Das ist deutlich so, ja. Ja, ja. Aber halt mit Leuten dabei wie einem Stephen Lang, wie einem Kris Kristofferson oder einem Harry Dean Stanton. Ja. Kann man machen, dann noch in so einer Kleinstadt in Kentucky, wo er da von der Umweltbehörde angeht. Umweltschutz war immer so ein bisschen Ding in seinen späteren Filmen. Hat er immer wieder gehabt, ja, das stimmt. Ja. Er hat auch wieder genau die gleiche Typen Jacken angehabt. ja, nein, also was, die kulturell angeeignete? Ja. Ah, ich liebe sie. Also, er hat hier mehrere davon angehabt. In jeder Szene hat er einen anderen angehabt. Ah, ich meine, er hat mehrere übereinander angehabt. Ja, man könnte es meinen. Das würde einmal sein Körpervolumen erklären, das sich doch recht verändert hat. Ja, ich glaube, er hat in letzter Zeit so fest kalt, dass er so viele Jacken aufs Maul muss anziehen. Ja, hey, aber es ist ein ganz, ganz typischer Seagal-Film. Er ist sogar. Er wirkt sogar recht sympathisch in diesem Film. Ja. Und seine Action-Szenen sind okay. Ja. Also es ist keine Meisterleistung, aber es ist okay. Und eben, die Grundstimmung vom Film irgendwie mit dem kleinen Hinterwäldler-Städtli in Kentucky, wo man einfach Giftmüll abladen will, dort hinten interessiert sich ja eh keine Sau. Ja, das geht irgendwie sogar halbwegs. In der Schweiz nennt man es Aargau. Ui, oder der Thunersee. Nicht der Blaue See, auch mal so ein bisschen. Hast du den Giftmüll gesehen, das ist etwas anderes. Der Blaue See hat gerade erst irgendetwas. Das ist in der Kassensturz, habe ich das gesehen. Ja, da ist irgendetwas abgegangen, da haben sie riesen Fischstäben gehabt. Ja, genau. Jo, hey, aber du, Fire Down Below, wenn man Bock auf einen Seagal-Film hat, kann man den nicht? Wieso nicht? Also, und dann hat der Alex noch einen Film geschaut und nachher kommen wir dann zu der Serie.
Yes, so und zwar hat Alexli Speak No Evil geschaut. Ja, endlich. Der ist ja, also endlich, der ist aus dem 22, aber... Ja, hoffentlich auch einmal. Kopf Hey, ein dänischer Film. Und dann haben sie so einfach, die haben einfach irgendwie ein Händchen für coole Filme, wie ich finde. Und Speak No Evil geht eigentlich darum, um zwei Familien, also zwei Bälle, die sich eigentlich kennenlernen, jeweils mit einem Kind in der Ferien. Und dann sich verabreden, dass sie doch mal zum Wochenende sollen zu ihnen kommen. Das eine ist ein holländisches Bälle und das andere ist ein dänisches Bälle. Dann gehen die dänische Familie, auch wenn sie sich kaum kennen, gehen sie mal vorbei, weil ja, geht halt dann vorbei. Mhm. Und dann, ab dann ist eigentlich ein ganz subtiler, lang subtiler Horror-Trip eigentlich. Weißt du, so mit falscher Bescheidenheit, falscher Freundlichkeit etc. Und es ist einfach ein Psychogramm eigentlich. Es ist eigentlich so ein bisschen ein Haneke-Film, den ich sehr, sehr gerne habe. Mhm. Also, sagen wir mal, es ist so ein bisschen. Es fühlt sich oft auch ein bisschen wie Funny Games mit zwei Familien. Mhm. der Film ist nie auf dem, meiner Meinung nach, psychologisch genialen Niveau von einem Haneke-Film. Mhm. Weil er einfach auch viel weniger subtil ist. Weißt, er geht viel mehr auf die 12 immer wieder. Mhm. Aber schockiert durch das natürlich gleich auch. Es geht gerade gegen den Schluss gibt's eine Szene, die ist wirklich richtig, richtig krass. Also da ist jemand neben mir wirklich nicht mehr anschauen können. Mhm. Immer ein gutes Zeichen für mich für einen Horrorfilm, ehrlich gesagt. Ja, schon, klar. Und hey, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Was er auch cool gemacht hat, ist mit der Musik. Da hat es immer wieder sehr, sehr bombastische Musik gehabt. Weißt du, ein bisschen Shining-mäßig. Mhm. Denk an den Anfang von Shining. Weißt du, was ich dort die Bergstraße auffahre? Ist wirklich so. Weißt du, richtig. Wow. Und es ist einfach schöne Landschaftsbilder. Mhm. Aber es hat einfach so eine Bedrohung, die es ausstrahlt. Das gibt es da ständig. Also wirklich wunderschöne Bilder von Landschaften mit Menschen drin, Sachen. Aber, wo dann einfach. Untermalt werden von extrem bedrohlicher Musik etc., wo einfach so eine Grundunsicherheit, Unwohlsein einfach formieren. Die Schauspieler machen das alle grandios, wie ich finde. Sehr, sehr toll. Also die Regie ist wirklich super geführt worden. Vom Taftrup heisst der junge Mann. Mhm. Christian Taftrup. Ich habe seinen anderen Film nicht gesehen. Hat auch noch nicht, ich glaube, das ist schon ein Durchbruchsfilm. Weil da ist an den grösseren Genre-Festival, sage ich mal, letztes Jahr ist da auf und ab gelaufen. Mhm. Ich habe ihn einfach verpasst. Und für das Spooko ist schon aus irgendeinem Grund kein Thema gewesen. Ich glaube, wir haben ihn nicht bekommen, weil er nur dürfen, der irgendwie so einen Exklusivvertrag hatte mit einem anderen Festival. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gelaufen ist. Mhm. Auf jeden Fall, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also wirklich, hat auch sehr viele Momente, weißt, wo du auch lachen musst, weil du kennst dich einfach. Also ich glaube, jeder, der schon mal in einer Beziehung war und weißt, wenn sich so ein Bärli lernt das andere Bärli irgendwo kennen, so die Gespräche, die dort amigs kommen. Ja. Das sind ja die 0815 Gespräche, oder? So ein das Bünzlitum, oder? Und wir gehen zusammen brunchen, scheiße. Mhm. Und das kommt eben auch vor, aber das wird recht gut. Recht gut eingefangen, wie ich finde. Okay. Sehr, sehr witzig eingefangen. Und gleichzeitig auch, weißt du, so ein bisschen, das Lachen bleibt doch ein bisschen im Hals stecken, weil du merkst, eigentlich kommt das nicht so gut raus. Mhm. Und toll gefilmt, toll gespielt. Hat für mich nicht einen wahnsinnigen Wiederholungswert. Mhm. Weil ja, wenn du einfach vieles schon weißt am Schluss, was dann noch passieren wird, dann nimmst du ein bisschen das Ding raus. Es ist nicht wie eine. Von mir aus eben, wir haben es vorher schon gehabt, von Hereditary, wo du eher noch mehr Lust hast, als nochmal zu schauen, um einfach alles zu entdecken. Also das fehlt da, meiner Meinung nach. Okay. Weil er eben nicht sehr subtil ist wie eine Haneke. Ja. Aber hey, ein wahnsinnig intensiver Film. Okay. Kann ich sehr empfehlen. Sehr cool. Speak No Evil. Dann, lieber Alex, unser Zeremonienmeister. Bitte der Wechselsong. Serie? So, genau, jetzt kommen wir zur Serie. Ich habe nur eine tatsächlich. Gott sei Dank. Und die muss ich jetzt noch erwähnen, weil ich habe sie wirklich in einem Zug fertig geschaut. Ich habe sie letzte Woche schon erwähnt, als wir beim Filmarchiv waren. Mhm. Die siebenteilige
Doku-Miniserie von Netflix über die OVW, Ohio Valley Championship Wrestling. Hey. Ja, wie heisst die denn? Wrestlers. Das habe ich eben noch nicht gesagt. Ah, Entschuldigung. Ja, nicht, dass sie wieder völlig durcheinander kommen. Wrestlers. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich kann es jetzt nur noch mehr bestätigen. Für jeden Wrestling-Fan ein absolutes Muss. Ah, verdammt. Weil okay. Ich finde, es ist. Man sieht so viel. Und nicht einmal so explizit. Also weißt du, es ist jetzt nicht so gestellt. So, wir müssen euch jetzt verkaufen, dass wir Wrestler sind. Nein, man ist einfach bei ihnen dabei. Das ist eine kleine Liga. Also Liga. Ja, man sieht, die haben hier ihr Hauptquartier in Louisville, Kentucky. Und dann gehen sie ab und zu noch auf Tour. Und die haben Geldprobleme, die machen ständig Minus. Wenn die nicht noch Geld gegeben hätten, dann würde das gar nicht funktionieren. Sie reissen sich den Arsch auf, dass da irgendwelche Leute die kommen schauen. Denn hey, die sind zum Teil an Volksfester, irgendwie von nicht einmal 100 Leuten am Wrestlen. Ich meine, das kennen wir hier in der Schweiz sogar. Zum Teil kommt einfach keine Sau. Ich meine, Serious Sports Entertainment, eigentlich super coole Matches dort in Basel. Ja. Aber es ist einfach fast keine Sau gekommen, was richtig, richtig schade ist. Ja, das ist jetzt schon ein hart gesagt, aber es hätte mehr können kommen. Ja, also es sind einige gekommen, die gekommen sind, absolut cool drauf gewesen, ganz, ganz coole Leute. Aber eben, es hat mehr dürfen sein, das steht natürlich auch. Und die Struggles, die sie haben, untereinander zum Teil, dann auch in ihren Beziehungen, es wird auch gezeigt, was sie alles opfern für das Geschäft, weil es ist halt sehr zeitintensiv. Richtig viel Geld fließt nicht. Und der ganz, ganz grosse Erfolg bleibt bei den meisten auch aus. Weil da hast du natürlich normalerweise hast du den Traum WWE oder AEW. Ganz klar. Das sind halt meistens die, die zum Teil nicht mehr weiter raufkommen. Ja. Obwohl, also bei einigen sehe ich ja absolutes Potenzial. Ich habe wirklich ein paar Leute hier gefunden, die ich saumässig cool finde. Selbstverständlich. Ob allem natürlich der Al Snow, den man seine aktive Wrestling-Zeit absolut kennt, aus der WWE, in der WCW ist er, glaube ich, auch gewesen, aus der ECW. Und er ist so dermaßen cool. Er ist so ein cooler, sympathischer Typ. Er erzählt auch viel aus seiner Zeit und er ist ein absolutes Highlight in dieser Serie. Und nicht einmal, weil ist er das so? Ja, nicht einmal, weil er sich im Mittelpunkt drängt. Sondern weil er einfach alles zusammenhält. Er ist einfach überall. Und auch wie er den Leuten die Tipps, die er ihnen gibt. So gut und menschlich ist dieser Typ so stark. Ja? Ja. Nein, wirklich ein ruhiger, besonnener Typ, der wenig Emotionen zeigt, sich aber auch nicht einfach aufregt. Also der wird dann nicht einfach nur sauer, sondern sagt dann, du, schau so nicht und bla bla. Und halt wirklich noch so eine alte Schule. Hey, mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich habe es, glaube ich, in zwei oder maximal drei Tagen habe ich die 7 Folgen durchgeschaut. Auf IMDb auch sehr gut bewertet, mit einer 8,5. Es hat gewisse Folgen, also die am besten bewertete Folge, hat eine 9,1. Also, und das für eine Doku-Serie. Ja, das ist stark. Also, und ich habe noch die Vermutung, dass es eventuell eine zweite Staffel geben könnte, weil auf Letterboxd ist es noch nicht drauf. Sonst hätte ich es schon lange mit 5 Sternen bewertet. Mit Letterboxd und Serien, auch Kurzserie, ist immer schwieriger. Aber in letzter Zeit, gerade auch die Netflix-Sachen, die nicht fortgesetzt werden, die abgeschlossen sind, die sind in der Regel immer ziemlich schnell drauf. Ist das so? Ja. Okay, habe natürlich die Hoffnung, dass es weitergeht. Ich fände es mega geil. Jo. Wrestlers. Von mir eine grosse, grosse Empfehlung. Eben, wer Wrestling-Fan ist, unbedingt schauen. Wer es vielleicht noch möchte werden oder sich dafür interessiert, ihr seht so viel Neues. Das ist richtig cool. Ja, also, dem würde ich sagen, wär's das gesehen mit Kino, Film und Fernsehserie. Jetzt kommen wir noch zu dem weiteren Ausblick auf die nächste Zeit. Yes, sir. Und, weil normalerweise unser lieber Hill hier die Serie präsentiert. Also, warte mal, wer? Ja. Der Hill? Sagt mir etwas. Ich finde, bevor wir im sein Teil kommen, müssen wir noch schnell seinen wichtigsten Satz, den er eigentlich normalerweise bringt, in diesen Folgen noch schnell bringen. Also ein Bier, ein Moscato und ein Shot. Das stimmt, ja. Und das kann man sich eigentlich wie sich vorstellen. Stell mir das witzig vor. Das ist richtig, weil... Wie bitte? Hill, was hast du gerade gesagt? Joe. Ah, alles klar. Gut.
Eigentlich können wir ja ehrlich sein, er hat gar nicht Gesundheit. Er ist einfach sturzbesoffen wieder. Das ist ja typisch unsere Hill. Ja, ja. Okay, aber dann kommen wir doch mal schnell dazu, was in nächster Zeit an Serien rauskommt. Ich bin jetzt mal so impertinent gesehen und habe das übernommen. Und zwar. Impertinent? Ja, jo. Wow, Alter! Hast du das gegoogelt? Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Was, echt? Nein, wirklich nicht. Ich lese ja gerne. Ich habe gerade heute ein Buch gekauft. Okay. Aber gut, ein Kochbuch. Dann sage ich, nein, aber impertinent. Ja. Was ist die Definition von impertinent im Blöffkopf? Etwa so viel wie, wie soll ich sagen, frech. Ist das irgendwie? Nati frech, warte mal. Impertinent. Das habe ich noch nie gehört. Weißt du einfach, dass es so... Ich meine, das hat etwas mit imprägnieren zu tun. Frech, unverschämt. Impertinent, what the fuck? Also. Du, also, wenn der Hill nicht da ist, also, dann reden wir plötzlich ganz anders. Das ist der Wahnsinn. In herausfordernder Weise frech oder unverschämt. Ja, aber Hill, was meinst du dazu? Nein, ich weiß nicht, es kann ich eine CD im Kopf oder eine Pfanne. Okay, gut. Okay, also Serie. Ja. Am 1. Oktober kommt auf Netflix die Serie Shameless raus. Also, die ist schon lange draußen, die ist auch abgeschlossen, aber jetzt kann man sie auf Netflix schauen. Die haben jetzt ewig nie mehr können streamen. Ja. Ja. Also, auf den normalen Streamer, den man hier aktuell bekommt. Ich liebe ja Shameless. Ja, alles geschaut, ich finde es mega cool. Geht um so eine ziemlich abgefuckte Familie in der Chicago Southside, wo es ein bisschen hart hat und alle sind irgendwie ein bisschen Gauner und der Vater ist ja der Allerschlimmste und hey, grossartig besetzt mit Schauspielern, die man heute überall ein bisschen sieht, kann ich absolut empfehlen. Schaut doch da mal rein. Dann kommt auf Disney Plus am 27. September die 34. Staffel von Simpsons raus. Und am 28. September die 4. Staffel von «Die Kardashians». Endlich! Keine Ahnung, wer das schaut, aber jetzt könnt ihr es schauen. Nein, also das ist ja ein Muss. Naja. Okay, dann geht es weiter. Ich hoffe, das stimmt. Ich vertraue jetzt einfach einmal Netflix. Und zwar am 29. September, also auf Netflix steht einfach ab dem Freitag, bei anderen Quellen wäre das der Freitag in einer Woche. Aha. Also, liebe Leute, die haben mich nicht steinigen, wenn es dann nicht so ist. Aber dann kommt Reptile raus. Aus dem 2023, also ein ganz neuer Film. Ein Thriller mit Benicio del Toro, mit der Alicia Silverstone und Justin Timberlake. Yes, Gott. Und Benicio del Toro, Hauptrolle in einem Thriller. Also, eigentlich langt das ja schon. Oh, ja. Also. Rock your body! Was? So, ich habe immer, wenn jemand Justin Timberlake sagt, habe ich so. Ja, ja. Timberlake Tourette. Ja, ja. Was habe ich wieder so? Ist das nicht auch Amix? Timberlake Tourette? Ja, ich habe. Nein! Ich kann mich noch knapp beherrschen, aber ich kenne es tatsächlich von vielen. Okay. Du bist kein Einzelfall, Alex. Gott sei Dank. Aber ein Heilig ist nicht in Sicht. Meldet euch doch, wenn ihr auch so seid. Yes. Und folgt uns auf den sozialen Medien und gebt uns 5 Sterne bewerten. Genau, und dann kommt an die Selbsthilfe-Treffen. Dann kommt am 29.09., also 29. September, auf Disney Plus der Film «Einfach unwiderstehlich» raus. Also raus. Der ist vom, glaub, 99 oder 2000 mit der Sarah Michelle Gellar in der Hauptrolle als Köchin. Das Ganze ist ein bisschen märchenhaft aufgebaut. Oh. Hey, es ist ein witziger, seichter, leichter Film, wo man auch easy mal so mit dem Schätzchen am Sonntagnachmittag schauen kann. So Quatsch, schaust du lieber Speak No Evil oder The Wreck oder so? Oder Hereditary, so ein seichter Nachmittagsfilm. Und seit vorher mal schauen, einfach unwiderstehlich. Und dann ist der. Das wäre nicht richtig bad, ja. Ja, der wäre noch nett. Okay. Dann auf Paramount Plus kommt natürlich wieder ein Tonne Film raus. Es ist nicht zum Glauben. Ja, das ist ja voll. Und zwar, 27. September kommt Crash raus. 28. September. Was will ein Crash? Crash, das ist. Ja, es gibt verschiedene Crash, sorry. Okay. Ja, das ist schon noch Crash. Von welchem Jahr? Das schreiben sie eben blöderweise nicht an. Es geht ja der Crash vom also vom Cronenberg. Ja. Und das ist 96. Oder es gibt die LA Crash, wo oft so Crash genannt wird. Das ist richtig.
Ich hoffe jetzt mal auf den von Kronberg, weil der ist recht cool. Ja, der andere ist auch recht cool. Den habe ich nie gesehen, aber der von Kronberg ist cool und kannst nicht immer überall schauen. Ja, das ist richtig. Also, dann am 28. September Ronin. Das ist ja der mit dem Jean Reno, wenn es mir recht ist. Oh, macht er nicht noch da? Ist das der, der Ding noch mitmacht? Der, Del Pietro, jetzt will ich sagen. Del Toro? Nein. Der Nero. Ja, ich glaube es ja. Okay. Genau. Ist das in der Müll? Lang her. Okay. Dann kommt am 29. aus Kleines Arschloch. Also das Kleine Arschloch interpretiere ich jetzt einfach einmal. Der Walter Mörs. Ja, kenne ich, klar. Dann kommt... Ihr könnt euch alle als gefickt betrachten. Nein, ist das nicht? Nein, das stimmt gar nicht. Das ist nicht von dort. Scheiße. Jetzt haben wir verschnurrt. Das ist genau Kato. Aber es geht in eine andere Richtung, ja. Ja, also, ihr habt alle gefickt, so ist dort. Ah, ja, genau. Wo am Älteren oben. Ja, genau. Oh, ja. Dann am 30. September kommt Bumblebee raus auf Paramount Plus. Ja, cool. Und Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben. Der war ja überraschend gut gewesen. Mhm. Also unterhaltsam, ja. Ja. Sie haben ja auch die alten drei Dungeons and Dragons tatsächlich auch auf Paramount Plus. Hä? Jetzt... Welche alten? Es hat schon mal drei Dungeons and Dragons Filme gegeben. Hm? Ja. Also Realverfilm? Ja, ja. What the fuck? Ah, hast du das gar nicht gewusst? Nein. Okay. Ja, der erste habe ich, glaube ich, mal gesehen. Okay. Dann am 3. Oktober kommt eine riesen Ladung an Film raus. Und zwar kommt raus Hellraiser, Dader und Hellraiser Inferno. Das heisst, ich nehme jetzt einmal an, dass Paramount vermutlich versucht, den ganzen Hellraiser-Katalog drauf zu packen. Cool. Ja. Cool. Ist so, also mehr oder weniger. Also ich habe ja alle. Ich habe nur den ersten und den letzten gesehen. Aber... Ja, ich habe ja jetzt mal alle durchgeschaut. Ah, schon. Ja, ja, ja. Dann kommt Carrie raus. Ich weiß nicht, ob der neue oder der alte. Da hoffe ich ganz schwer auf der alte. Ja, ich weil der neue ist Müll. Ja. Dann Chucky die Mörderpuppe. Freut mich natürlich sehr. Der alte oder der neue? Sorry, wenn ich das immer nachfrage, aber das ist noch relevant. Ich habe gemeint, der neue sei sogar schon drauf. Okay, gut. Ja, das kann sein sogar. Ja. Dann das Schweigen der Lämmer. Schön. Ist auch immer gut. Ja. Und dann noch ein Film namens Zwei Weihnachtsmänner. Sagt mir überhaupt nicht. Ja, doch. Das habe ich mal auf YouTube. Hier? Was? YouTube. Ja, ja. Kopf, da mal das Mikrofon. Test. Ich glaube, es ist kaputt. Ja, apropos kaputt. Alex, was kommt denn ins Kino? Das will ich jetzt wissen. Es kommt raus, unter anderem eine deutsche Tragikomödie «Wochenendrebellen». Da habt ihr den Trailer gesehen, und zwar geht es um eine Familie mit einem Sohn, einem 10-jährigen Bub, und der ist Autist. Und ja, der ist halt voller Routine und festen Regeln, weil wie das halt bei Autisten so ist. Und denen wird eigentlich nachgelegt, hey, er braucht irgendeine Routine als Hobby. Weil er interessiert sich einfach für alles, aber nicht für Themen, die Kinder normalerweise interessieren. Und dann geht er quasi Dinge ein, wie eine Art Wett fast schon, mit seinem Papi. Und anscheinend beruht das auf semi-autobiografischen Gründen halt. Und zwar sagt der Sohn, ich will jetzt etwas Normales machen in meinem Leben, oder Deutschland, was? Ich will Fan werden von einem Fußballverein. Aber er will zuerst herausfinden, nach seinen autistischen Regeln, welcher Verein das ist. Und daraus schwingt sich dann eine Geschichte, wo Papi und Sohn eigentlich von Verein zu Verein gehen und alle Heimspiele schauen von der ersten und zweiten Bundesliga, glaube ich, irgendwie 30 Vereine, um herauszufinden, welches ist sein Lieblingsverein. Mhm. Und es hat ein bisschen sehr deutsch ausgesehen, der Film. Aber irgendwie hat es mich, also der Bub im Trailer hat wahnsinnig gut gewirkt. Mhm. Ich glaube, es könnte noch herzig werden. Ich bin nicht ganz so abgeneigt wie sonst am deutschen Film. Okay. Gegenüber. Mhm. Der kommt ins Kino Rose. Das ist eine dänische Produktion um eine junge Frau, die mit Schizophrenie lebt und ihre Schwester will mit ihr eine Garreise machen nach Paris. Wo sie zusammen schon mal in der Jugend sitzen, bevor eigentlich die Schizophrenie auftaucht worden ist. Mhm. Aber ob das gut kommt, man weiß nicht. Und wenn man Dänen kennt, weiß man, Drama und Komödie ist sehr nah beieinander. Und Geisteskrankheiten immer dabei. Sowieso. Der kommt rein, das freut sicher unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer und alles dazwischen und darüber aus. Hallo zusammen.
Paw Patrol, The Mighty Movie. Jawohl, Paw Patrol ist ja etwas, da bin ich eigentlich kein Schimmer davon. Ich weiss, es gibt 100.000 Spielsachen, weil ich immer, wenn ich immer Einkaufscenter bin, immer in den Spielzeugladen gehe. Ja. Ja, das sind halt auch irgendwelche Hunde, die irgendwie. Was willst du wissen? Ja, also es ist ein Animationsfilm. Ja. Und ja, es sind halt einfach Hunde als Polizisten verkleidet und so. Es sind einfach Hunde, die alle verschiedene Jobs und Talente haben und die werden dann einfach jeweils so für das eingesetzt, was sie gerade brauchen. Kann man das schauen? Ja, kann man. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Nein, also. Weißt du, es sind einfach nur, nein, um deinem Gotti-Mädchen gefallen? Nein, die schaut es nicht mehr. Ah, aber wie hat das geschaut? Von dem kennst du ihn ja, oder? Ja, natürlich. Okay. Nein, ich finde es wirklich etwas vom weniger mühsamen von der aktuellen Kinderserie zum Schauen. Okay. Weil es tut dich auch noch ein bisschen zum Denken anregen. Also sprich, den Kindern wird eine Situation gezeigt. Keine Ahnung, irgendwie ein Autounfall oder irgendwas. Oder, oder ein Stein fällt auf der Autobahn zum Beispiel. Ja. Und dann müssen sie sich überlegen, also, wird überlegt, ah, welches Team schickt man da an, wer brauchen wir nicht alles? Mhm. Und sprich, so überlegen sich die Kinder ein bisschen, okay, da brauchst du jetzt einen Polizist, der absperrt, du brauchst den Bauarbeiter, der mit dem Bagger das wegräumt und vielleicht brauchst du noch die einen im Helikopter, um den Verkehr zu beobachten. Das ist einfach so, wirklich auf ganz, ganz tiefem Altersniveau ein bisschen das Denken anregen, die Kreativität anregen. Habe ich gar nicht so schlecht gefunden. Also, liebe Eltern da draußen, wenn ihr euer Kind zum Denken anregen wollt, bringen, dann schaut doch einen Film über Hunde in Polizistenkostümen. Aber schaut nicht Doggy-Style mit den Kindern. Nein. Und dann wahrscheinlich so ein Sleeper-Film, da hat man nicht gross irgendwie mitbekommen oder so, aber die ersten Kritiken zu diesem Film sind überwältigend und ich bin richtig geil auf diesen Film. Der Creator von Gareth Edwards. Das ist der Regisseur, der unter anderem so Filme gemacht hat wie Monsters, Star Wars Rogue One oder auch der erste von diesen neuen Filmen von Godzilla aus dem 14. Also durchaus ein potenter Regisseur, würde ich mal behaupten. Und Gas, wir haben auch nicht gross drauf eingehen. Es waren zwar ein paar Leute, die so ein bisschen im Co. sind, aber jetzt noch nicht die grossen Shit sind. Aber der Film handelt in einer Zukunft, das ist ein Sci-Fi-Film. Und da geht es darum, in einer Welt, wo Menschen gegen KI-gesteuerte Roboter und Maschinen kämpfen eigentlich. Und dann taucht eine neue Waffe auf in Form von einer KI, in Form von einem kleinen Kind. Mhm. Und dann daraus entspinnt sich dann so eine Art Roadmovie in dieser dystopischen Zukunft, sage ich mal. Und wie gesagt, Kritiken sind überwältigend. Die Rede, also der Film wird verglichen mit Filmen wie Blade Runner etc. Also es soll wirklich, wirklich Shit sein. Ich gebe alles daran, dass ich da schauen kann, dass ich dann in der nächsten Woche im Rückblick davon aus meinem Mund kann hören, wie gut ich ihn gefunden habe. Der Trailer hat mich auch recht nice gedunkt. Verrate nicht zu viel. Und irgendwie, ich habe richtig Lust auf den Film. Es tönt wirklich. Und ich liebe eben so Sleeper-Filme. Weißt du, so Filme, die so aus dem Nichts plötzlich kommen. Mhm. Weil da ist nie gross etwas drum gegangen. Und jetzt sind halt die ersten Pressestimmen und so. Und die sind alle so: What the fuck, woher kommt der Film? Der ist grossartig. Mhm. Und gleich wirkt er auch noch sehr monumental und unterhaltsam. Weißt du, also nicht einfach nur intellektuelles Shishi-Kino oder so. Mhm. Und KI ist sowieso ein Thema, allgegenwärtig. Ich bin heiß drauf. Creator. Okay. Ja, gut. Aber das ist es auch schon. Das ist es. Ja. Dann ist es aber auch das. Du hast schon gesagt, Spooker, Double Feature, von dem sind wir fein raus. Wunderbar. Dann hören wir auf, oder? Ja, für immer und ewig. Ich würde sagen, der Hill soll das letzte Wort haben. Ah, wie fast immer. Genau. oder Hill? Finde ich auch. Also, Hill, die uns doch noch das letzte Weise sagen, bevor wir uns verabschieden. Wir sagen schon mal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Und Hill, dir gehört der letzte Satz. Ich muss schon sagen, Alex hat recht. Dankeschön vielmals. Schaust du dumm, he? Aber er ist trotzdem nicht recht. Bei Expendables schon. Ja, aber leck mich doch.